Ivy, sehe ich, hat sich ihre Haare schon angepasst an den neuen Ist-Zustand von Shulinai. Ja. Ja. Sie gewinnt heute den Award für den engagiertesten Spieler. Eric ist wie immer im, würde ich mal behaupten, im guten Mittelfeld und Ansem hat heute leider gefehlt, weil er bei seiner Umzieherei nicht bedacht hat, was er wann wo brauchen würde. Deswegen gibt es heute ein bisschen größere Bartaufnahme. Vielen Dank, dass ihr euch für das Finale eingefunden habt, Erik, der Wortlose. Arge. Ivy ohne Katze. Ja, so ist es. Und Ansem, dessen Bart beim Zusehen wächst. Ja, wollen wir mal schauen, auf welche Art und Weise wir es heute spektakulär verkacken werden. Ja, das werden wir noch feststellen dürfen. Ihr Lieben, ihr erinnert euch, wo wir das letzte Mal waren, wo wir stehen geblieben sind? Oh ja. Ich wechsle dann mal zu dem entsprechenden Panel. Also das Gute ist, wir sind immer noch in Sicherheit in diesem Zartempel. Das heißt, wir altern gerade nicht. Und das ist gerade Rebanon wird das natürlich freuen, dass er sich da so wieder ein bisschen ausruhen kann. Das Schlechte ist, nach dem, was wir wissen, altern wir weiter, wenn wir rausgehen. Und wir müssen auch rausgehen, denn wir haben Dinge zu erledigen und auch eine ziemlich genaue Vorstellung davon. Und dann haben wir natürlich wieder ein paar Tränke in den Farben des Regenbogens gefunden, die auch erwähnt wurden in den Aufzeichnungen der Zargeweihten, deren Name bestimmt Shulinai zwar nicht immer im Kopf hat, aber Ivy schon. Ivy weiß natürlich, dass sie Lanyare heißt, aber ja. Shulinai wahrscheinlich nicht. So, und dieser Trank ist, wäre jetzt meine Idee, vielleicht könnte man ihn trinken und wäre dann vielleicht ein bisschen gefeit gegen diese dämonischen Alterungen. Andererseits könnte es auch sein, dass wir unsere mächtigste Waffe, die wir haben, dann verschwenden, indem wir sie unsere Kehlen runterträufeln lassen. Ja, vielleicht sollen wir sie werfen. Also die Fiole. Wer weiß. Ich würde aber sagen, dass du auf jeden Fall eine trinken solltest. Ja. Aber wir wissen doch gar nicht, was es macht oder was es ist. Das ist ein Argument, aber wir wissen, dass die Alternative schlechter ist, oder? Ich würde sagen, ich bin jetzt wohl vielleicht Mitte 60. Ich habe noch ein paar Jahre. Vielleicht, wenn es gar nicht mehr geht. Wenn die Hüfte wirklich komplett steif ist und das Knie gar nicht mehr will. Und dann ist es vielleicht zu spät. Rebanon, hast du was mit dem Geist draußen erreicht? Nein. Glaubst du, es lohnt sich, in dieser Richtung nochmal nachzudenken? Der Geist war nicht sehr interaktiv. Dann
sehe ich eigentlich nichts anderes zu tun, als mit dem Kopf voran jegliches Problem zu stolpern, uns zu dieser grün leuchtenden Ruine oder was auch immer aufzumachen und welche Bösen auch immer wir begegnen, in Garaus zu machen. Ist noch eine Kleinigkeit erledigen. Eine Kleinigkeit erledigen? Eine Kleinigkeit. Nur ganz kurz. Ich schaue mich mal in dem Tempel um, ob es da sowas gibt wie eine Dose mit Deckel oder ein Krug mit Deckel oder eine Amphore oder irgendwas, was man zumachen kann. Notfalls auch eine kleine Kiste, Schatulle oder so. Du kannst auf dem Arbeitsplatz von Laneare, wo sie ja offensichtlich alchemistisch gearbeitet hat, durchaus mehrere Krüge und Gläser finden, die man verschließen kann. Ja, so ein Einwegglas wäre gut. So was in der Art, ja. Du musst zwar ein paar in Öl eingelegte Kräuter entfernen, wenn du was anderes reintun willst. Mhm. Genau. Ich würde damit gerne vor die Tür gehen. Nicht allzu lange, weil nicht gut. Aber ich würde tatsächlich gerne gucken, ob man auf den Überreste des Scheiterhaufens noch irgendwelche sterblichen Überreste retten kann, die man vielleicht irgendwo und irgendwann mal einem Begräbnis zuführen könnte. Mhm. Jetzt, inzwischen sind ja auch die geisterhaften Flammen erloschen und die schimmernden Gestalten verschwunden. Das Dorf liegt wieder genauso verlassen da, aber du glaubst regelrecht sehen zu können, dass Teile davon weiter verfallen sind. Du bist dir sicher, in dem einen Gebäude war am gestrigen Abend, als ihr eingetroffen seid, die Tür noch in der Öffnung. Jetzt ist sie umgestürzt und wild überwuchert von korallenartigen Pilzauswüchsen, die sie zerfressen. Die Zeit, die über die Nacht vergangen ist, muss immense Auswirkungen noch gehabt haben auf das, was rings um euch liegt, während der Tempel euch beschützt hat. Der Scheiterhaufen allerdings, der ist noch da. Und wenn du hineinschaust in die Asche und die Kohlereste und die teils nicht ganz verbrannten Holzscheite, siehst du auch einzelne Stückchen Knochen, die in der Hitze gesprungen sind. Gut, dann mache ich mich mal dran einzusammeln, was zu sammeln geht. Bisschen Asche vielleicht. Eine Handvoll Asche, ein paar Knochen. Und als du dann mit den Fingern in der weichen, fast ja glitschig wirkenden Asche gräbst, stoßen deine Finger auf etwas Festes. Und als du es rausziehst, ist es das unter der Hitze verformte, halb zusammengeschmolzene Amulett in Form einer Eidechse. Ach, ja, das packe ich da mit rein. Ja. Ktunk. Und dann hast du ein Glas voll Asche, Knochen und ein Amulett. Deckel drauf und dann dann richtest du dich auf, ein plötzlicher Schmerz schießt dir durch den Unterrücken. Ich mach mich wieder in den Tempel. Leise so schnell schlupfend. Das eben geht. Ja. Der Schmerz tatsächlich lässt nach, sobald du die Schwelle überschreitest. Oh, ich dachte schon, ich krieg wieder Rücken, ey. Gut, wir können los. Also ich würde mal auch noch mal, während sie draußen ist, mich mit diesen Tränken beschäftigen. Mhm. Ich glaube, die hatten wir noch nicht an uns genommen. Mal einen aufmachen und dran riechen. Es riecht nach einem Frühlingsmorgen auf einer Wiese. Nach Blumen, warmem Gras. Das klingt vertrauenswürdig. Ich würde mal einen winzigen Schluck mir so auf die Zunge träufeln. Es schmeckt tatsächlich auch ähnlich, fast ein bisschen nach Honig. Und du zwinkerst, testest das Ganze. Du kannst auf jeden Fall keinen negativen Effekt spüren. Na gut, trinkbar. Ja. Schau Rebanon an. Der steht am Fenster und starrt in die Richtung, in die er auch gestern Nacht schon Ausschau gehalten hat. Achtet also Richtung der Feste. Achtet Revanon auf das Äußere seiner Begleiter?
Gute Frage, vermutlich ja. Dann würde ich sagen, werfen wir mal auf deine Wahrnehmung. Mhm. Einen Moment. Ich bin blind. Wahrnehmung ist körperlich, letztes körperliche. Dir fällt auf, dass ein paar von den Strähnen im Bart von Bardoba, die schon grau und weiß geworden waren, jetzt wieder die braunrote Farbe haben, die sie vorher hatten. Und dass sein Bart etwas ungleichmäßig wirkt, einige Strähnen länger, andere kürzer. Der Esel. Dreh mich dann so halb um, dreh mich wieder zurück Richtung Fenster. Du wirst jung. Zum Teil. Ich schaue den Trank nochmal an. Hm. Das scheint mir ein wahrer Jungenbrunnen zu sein. Ich frage mich, ob ich... ich nehme mal einen angemessen kleinen Schluck, so dass, sagen wir mal, in diesem Trank, der ja nicht... Wie viel ist das? 0,1 oder sogar? Ja, so ungefähr. Wahrscheinlich noch kleiner. Also selbst mit dem kleinen Schluck hast du schon einen guten Teil davon. Ja, aber ich nehme mal einen kleinen Schluck davon. Mhm. Schau Rebanon an. Du kannst zusehen, wie als würde jemand mit einem unsichtbaren Farbpinsel entlangziehen, das Braunrot wieder in die Haarsträhnen, in die Bartsträhnen hineinkriecht und sie mit einem leisen sich aufwärts kräuseln und etwas kürzer werden. Hm. Ich merke das wahrscheinlich auch, wenn ich drauf achte. Hm. Ja, wir müssen vorsichtig sein. Wir wissen nicht, ob es von Dauer ist, aber vielleicht solltest du auch einen Schluck nehmen. Hm. Du hast dich schon sehr verändert. Bestimmt. Beim Innerlich. Dreh mich wieder zum Fenster. Na gut. Ich pack mal die Fiolen vorsichtig. Also ich pack die ein. Such mir irgendwie eine Ledertasche am Gürtel. Stoff die ordentlich mit Stoff aus. Pack die Fiolen ein. Wenn Schulinei zurückkommt, würde ich dir ihr eine geben. Oh, danke. Ich habe was davon getrunken. Ich habe noch nicht rausgefunden. Ich habe nur noch nicht rausgefunden, ob es einen einfach nur verjüngt oder den Effekt umkehrt. Wenn es einen verjüngt, sollte man vielleicht nicht zu viel davon trinken. Mhm. Außerdem wissen wir immer noch nicht, ob wir das nicht noch brauchen könnten. Wer weiß, an welchem unheiligen Ort wir was tun müssen. Es wird ja vielleicht auch noch deutlich schlimmer. Also ich sag mal, solange die Hüfte noch mitmacht. Haben wir in diesem ganzen exischen Schriftwerk irgendwas gefunden? Verstehst du da irgendwas von? Irgendwelche Rituale, die man irgendwie irgendwas irgendwo? Naja, also ich kann auf jeden Fall sagen, gut war, was auch immer sie hier gemacht hat, gut war es nicht. Das habe ich verstanden. Ja, ich glaube, darüber brauchen wir uns nicht streiten. Und sie hat es auf jeden Fall in der Absicht getan, damit etwas Gutes zu machen. Also damit das Land fruchtbarer zu machen und das Leben für alle besser. Ja, man kann von einer gehörigen Dummheit sprechen, ja. Ja. Aber was genau sie da im Detail wie gemacht hat, frag mich nicht. Dann hilft es nichts. Dann müssen wir hingehen und uns anschauen, was wir da finden. Willst du vielleicht einen Schluck von diesem Trank zu dir nehmen? Ja gut, wenn das hier jetzt so sein muss, dann muss es so sein. Vielleicht ist er ja nicht von Dauer und sonst irgendwie. Vielleicht ist es auch Frische, die man sich nur erkauft. Mit irgendetwas Schlimmerem. Aber wir sehen es ja dann, wenn ich nur einen kleinen Schluck nehme und mich in so, keine Ahnung, 3-4 Stunden wieder genauso furchtbar fühle, dann... wissen wir es halt nicht. Also, ich nippe mal. Du nippst mal. Also, wenn das die Flasche ist, aus der Anselm schon genippt hat, beziehungsweise Bardo war. Nein, ich hab ihr eine neue gegeben. Ich hab jetzt irgendwie, es sind 3 Flaschen, wir sind 3 Leute. Ich habe irgendwie gedacht, es wäre gerecht, wenn jeder eine haben kann. Es schmeckt frisch und gleichzeitig süß und angenehm und
irgendwie nach zu Hause, nach kühlem Tee, kurz nach Mittag, in dem eine einzelne Orangenscheibe schwimmt. Und du merkst, ein paar von deinen Zähnen hinten sind locker geworden und du merkst regelrecht, wie sie sich wieder aufwärts in deinen Kiefer arbeiten. Und ja, die anderen können sehen, wie mehrere von ihren Haarsträhnen ihre pechschwarze Farbe zurückgewinnen. Hm? Oh. Gut. Schauen wir mal, wie lange es hält. Und denn, gibt es irgendeinen Grund, warum wir uns nicht jetzt aufmachen sollten zu diesem unheiligen Ort? Ich gehe schon mal Richtung Tür. Ja, los geht's. Gut. Ich nehme meinen Wanderstock, den brauche ich ja wahrscheinlich noch. Und dann machen wir uns auf den Weg. Ich verzichte auf den, auf den Versuch, leise und unauffällig zu sein und würde mir eine Fackel irgendwie aus diesem Tempel, also wenn ich mir den anschaue, dann stehen die überall rum. Mhm. Wenn das so ist, nehme ich eine mit. Ansonsten würde ich irgendwie ein Stück Stoff abreißen. Ein bisschen Öl lässt sich finden. Also ich denke so Handwerk, also so übliches Zeug oder eine Laterne. Vielleicht hat sie sogar eine Laterne da drin. Also ja. Irgendwas, was Licht spendet, würde ich auf jeden Fall. Du kannst gerne eine Fackel mitnehmen. Mhm. Guck, jetzt hast du dein eigenes Licht. Wobei wir tatsächlich alle drei natürlich nicht auf Licht angewiesen sind. Vielleicht möchtest du ja irgendwie nur etwas in Brand stecken. Vielleicht möchte ich nur etwas im Brand stecken, ja. Ganz bestimmt sogar. Wie fühlt es sich an, so rauszugehen? Als würde plötzlich eine große Last sich auf euch herabsinken, als wärt ihr auf einmal schwerer als innerhalb des Tempels, wo ihr euch ohne Schmerzen und mit Leichtigkeit bewegt habt. Für Shulinai ist es so, als würde auf einmal ein irgendwie wie Sand in ihren Gelenken sich festsetzen. Die Schmerzen vorhin waren schlimmer. Du hast das Gefühl, dass tatsächlich der Trank hat dir geholfen, zumindest der eine Schluck. Aber du kannst regelrecht spüren, wie sofort die Zeit wieder schneller durch deine Finger und durch deinen Körper rinnt. Bardoba fühlt sich einfach nur müde. So als könnte er Tage, Wochen und Monate schlafen. Und für Revanon heißt das, dass er dasteht und die Gespräche, die Worte, die die anderen beiden sprechen, fließen irgendwie bedeutungslos von dir fort. Und du musst dich bewusst anstrengen, wenn du es denn willst, um dem zu folgen, was sie sagen, und dich darauf konzentrieren, warum ihr überhaupt hier seid. Irgendetwas wollt ihr sicher tun. Es ist die Frage, willst du dich daran beteiligen oder wäre es vielleicht besser, einfach so alleine in die Welt hinaus zu wandern. Ihr könnt in der Entfernung auf dem Hügel hinter ihren Befestigungen die Anlage sehen, die Zollfeste mit dem einzelnen Turm, der aufragt und die das Gebäude sein muss, von der Lanyare in ihren Aufzeichnungen gesprochen hat. Und dann, ich stapfe munter drauf zu. Gibt es sonst noch irgendwas, was man in der Richtung sieht, außer die Feste? Dass es dort dunkler wird, hast du den Eindruck. Und es ist fast so ein bisschen wie, wenn man aus dem hellen Licht in einen dunklen Raum gekommen ist. Also eine Dunkelheit, von der man spürt oder ahnt, dass sie nicht wirklich ist, sondern dass sie einfach nur ein Trick ist, den einem die eigenen Augen spielen. Aber ihr habt fast das Gefühl, als würde dort das Sonnenlicht nicht ganz hinreichen. Ja, dann voran so flott es eben geht. Wie weit ist es denn von uns weg ungefähr? Also eine halbe Stunde müsst ihr da den Hang hinauf auf jeden Fall steigen. Oh. Gut, dann machen wir das in grimmiger Schweigsamkeit vermutlich. Mit viel Gestöhne und ja. Sieht aber gar nicht schön aus da. Nee. Ist es eigentlich, werden wir jetzt mal nicht erklären, was das für ein Tool ist. Ich glaube, es kam sonst immer im Chat die Frage. Tatsächlich habe ich sie bisher noch nicht gesehen. Vielleicht ist es langsam bekannt. Ja, das ist das Tool, das wir verwenden, ist Talespire. Mhm. Weiterhin. Hier haben wir unsere Helden. Ich kann Dinge markieren.
Und das ist quasi einfach mein Ersatz dafür, normalerweise unsere Battle Maps physisch zu bauen. Aber das macht ja keinen Sinn, wenn ich sie nicht teilen kann mit den Spielern. Dementsprechend, das ist die Beta von einem System, das mehr oder weniger sich zum Ziel gesetzt hat, dass man genauso ähnlich wie mit den modularen Systemen, die es auf dem Markt gibt für physische Dungeons, sich hier seine kleinen digitalen, dreidimensionalen Dungeons baut. Als erstes in der Beta ist, haben wir leider keine Keys für unsere Spieler. Und dementsprechend steuere ich alles. Sonst könnten wir uns selbst unsere Figuren rumsetzen. Genau. Es ist tatsächlich, wenn man jetzt aber an Divinity Original Sin denkt, das wir ja auch mal benutzt haben, ist es für die Disziplin vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du als Meisterin alles steuerst und nicht die Spieler sich. Man kann ein bisschen weniger Unsinn machen als bei Divinity, aber dafür ist es leichter, einen Dungeon zu bauen, deutlich leichter. Ja. Gut. Wenn wir so, sagen wir mal, nah genug dran sind, dass man so eine inhärente Gefahr spürt als erfahrener Recke, dann würde ich Schulinei mal meine... Habe ich eine Laterne oder eine Fackel? Du hast eine Fackel. Ja, dann würde ich Schulinei mal meine Fackel rüberreichen. Und damit ich... Damit ich auch mein Rapier ziehen kann. Das sind auch alles nur vage Stand-ins, die Figuren, und wir müssen auch nicht davon ausgehen, dass ihr schon so nahe dran seid, quasi. Aber es ist die Feste liegt oben auf der Hügelkuppe mit einer äußeren Mauer, die einen Innenhof umfasst, und dem Turm, der darüber aufragt. Und während ihr euch nähert, ist es Schulinei, die zwischendurch etwas mehr neue Kraft gewonnen hatte und mit aufrechterem Rücken gegangen war und mit weniger leichtem Hinken. Ihr merkt, wie die Farbe langsam wieder sich aus ihrem Haar herauszulösen scheint, wie Stück für Stück die Haare wieder weiß werden und wie langsam ihre Schultern abwärts sinken und ihr Nacken und ihr Rücken sich ein wenig einkrümmen. Wenn du auf deine Hände schaust, Julina, du siehst auch, deine Fingernägel sind enorm gewachsen. Und jetzt gebogene, unnütze und spröde Krallen geworden. Auch Bardobar hat wieder einen von Silber gefleckten Haarbart bekommen. Der einzige, der von außen unverändert scheint, ist Revanon. Ja, der bleibt auch gar nicht stehen, sondern der zieht irgendwann zwischendurch ein bisschen willkürlich seinen Bogen und in einer gebückteren Haltung bewegt er sich einfach weiter vorwärts. In der gleichen Geschwindigkeit. Und über euch scheint der Sonne ähnlich die Kraft zu entweichen wie Schulinei oder der Tag vor euch zurückzuweichen und mit einem kalten und unsteten Wind, der anfängt über die Hügel zu ziehen, senkt sich Dunkelheit über die Feste und die Umgebung. Wie viel Uhr ist das? Es so groß. Ihr seid ja, ihr habt die Nacht ja im Tempel verbracht und seid am nächsten Morgen losgegangen. Wenn dein Gefühl sagt dir gar nichts. Dein Gefühl sagt dir, dass es Jahre vergangen sind. Ja, okay. Aber es ist auf jeden Fall dunkel geworden und wenn du hochschaust, siehst du einzelne Sterne auch schon am Himmel aufglühen. So, wir haben doch länger gebraucht als angenommen. Deutlich länger. Wie sieht es am Himmel aus? Also ist da irgendwas Besonderes am Himmel? Also irgendein spannendes Sternbild oder ist es einfach nur so dann Nachthimmel? Dann werden wir doch mal auf Sternenkunde. Tada, Moment. Ich muss mal gerade schauen, was ich da habe. Habe ich das überhaupt? Wahrscheinlich habe ich jetzt was rausgesucht, was ich gar nicht kann. Doch, kann ich ganz gut. Sphären und Sterne. 11. Du siehst, dass tatsächlich wenn du anfängst zu bestimmen, der Stern der Wahnsinnigen befindet sich im Boron. Du kannst auch die Marbo erkennen, die auf die Sternenlehre zuhält. Es ist eine ungewöhnliche Nacht. Und vor allen Dingen eine, in der es sich gut eignet, um Vergessenes zurückzuholen, das am besten vergessen geblieben wäre. Und eine Nacht im wahrsten Sinne des Wortes ohne Gnade.
Ja gut, das würde ich unterschreiben so. Hm. Ich habe mal noch eine Frage. Ich habe ja diesen Trank so ein bisschen getrunken, aber ich nehme an, dass er am Zustand meiner Kleidung nichts verändert hat. Nein, die ist immer noch fadenscheinig. Teils sind die Schnallen rostig, das Leder trocken geworden. Was will man machen? Naja, okay. Wenn wir so nah genug dran sind, also wenn Revanon seinen Bogen zieht, würde ich nochmal so meinen Trank, den Trank rausnesteln und mit dem Gedanken oder vielleicht auch mit dem geäußerten Gedanken, den ich Schulinai kurz zuzische, sage ich, flüstere ich, mag sein, dass wir nur noch diese eine Sache im Diesseits zu tun haben. Und dann leere ich den Trank völlig. Und tatsächlich, ähnlich wie bei dem ersten Schluck, den du genommen hast, fühlst du, wie das Gewicht für einen Moment sich löst und wie du aufrechter gehen kannst. Du hattest zwischendurch so ein Stechen auch über der linken Hüfte. Und die anderen können auch sehen, wie der Bart regelrecht mit einem Rauschen sich kräuselt und wieder an Kraft und Farbe gewinnt. Aber und Eleganz. Und Eleganz. Aber im Grunde nur einen Moment danach setzt wieder der gegenteilige Fluss ein. Das langsam kriechend wie so ein weißer Faden, der sich abwärts ringelt, wieder die ersten weißen Strähnen auftauchen. So, aber dennoch fühle ich mich wahrscheinlich stärker als vor dem Konsum. Ja. Deswegen werde ich jetzt meine Waffe fester packen und mich versuchen, mich noch vor Rebanon zu setzen. Mhm. Das werde ich auch schaffen, außer er legt es drauf an, das zu verhindern. Dann natürlich nicht. Okay. Es wird nur den kurzen Moment geben, wo du Revanon überholst und er kurz mit dem Bogen in deine Richtung zuckt und dann aber einfach weitergehen. Als du Elfenbug unter dem großen, teils in sich zusammengesunkenen Torbogen hindurchschreitet, der wie ein müdes Tier in der Mitte in sich zusammengesackt ist und von dem Teile auch schon als Schutt am Boden liegen, siehst du vor dir den inneren Hof mit toten Bäumen und anderen Gewächsen, mit einem Brunnen, der schon lange verfallen ist und natürlich den Turm, der steinern und still aufragt. Still bis zu dem Moment, wo eine Gestalt auf der Plattform, die ihn oben krönt, an den Rand tritt und herabschaut. Im Licht eines brennenden Stabs, den er mit einer Bewegung seiner Hand entzündet, schaut ein Mann zu euch herab, den er für einen Moment nicht erkennt, weil die wilde Mähne, die ihm um den Kopf hängt, inzwischen fast gänzlich weiß geworden ist und nur noch aus Strähnen besteht und ein fleckiger Bart von seinem Kinn herabhängt. Aber die Rowe kommt euch vertraut vor und dann auch die deutlich tiefer gewordene und krächzende Stimme, auch die ihr euch entgegenruft. Wir haben keine Zeit für euch. Ja, Koroba ist er, richtig? Altes Sackgesicht. Koroba, das bin ich. Für die letzten Stunden, das ist recht. Du siehst scheiße aus. Und ihr seht aus, als würdet ihr zu Staub zerfallen, wenn ich euch auch nur ein wenig anschnipse. Aber wisst ihr was? Ich hab dafür meine eigenen Leute. Ich muss mir den Finger mit euch nicht einmal dreckig machen. Und mit einer seltsamen Geste, er streckt die Hand aus, scheint sich zu konzentrieren und er sieht, wie er in sich zusammensackt, zittert am ganzen Körper und ihm dunkles Blut als Faden aus der Nase rinnt. Mit einem Stöhnen und Ächzen richten sich weitere Gestalten auf, die mühselig sich hinter halb eingefallenen Kisten und dem Brunnen aufrichten und mit weit aufklaffenden Mündern und Toten in ihren Köpfen langsam hin und her rollenden Augen anfangen, auf euch zuzuschlurfen. In jeder Stirn einen einzelnen Nagel. Wer hätte es gedacht? Was tut ihr? Komme ich vorwärts genug,
um in Reichweite für einen Schuss auf diese, also um ihn daran zu erinnern, wie ein Pfeil in der Hand sich anfühlt. Das kannst du gerne wiederholen, obwohl das letzte Mal wirklich ein sehr großer Glücksschuss war. Mhm. Wofür hat man Schicksalspunkt? Also ich würde das versuchen, ja. Also versuchen, so nah wie möglich, so schnell wie möglich ranzukommen, bis ich in Reichweite bin, um einen Schuss abzugeben. Ich nehme an, du bist auch der Schnellste von allen hier, was die Initiative angeht. Ich glaube, das hatten wir schon geklärt. Ja, ich glaube, das hatten wir auch geklärt. Du bewegst dich nach vorne, kannst mit einem schnellen Schritt auf die Überreste, die Basis einer Säule steigen, die hier zusammengebrochen ist, und einen Pfeil auf Koroba abfeuern. Ist allerdings erschwert, er steht ein gutes Stück über dir. Ich sag's nur. Ja, das wäre dann auf 11. Auf 11, um 3 erschwert. Und ich habe eine 16 gewürfelt für dich. Hauen wir mal einen Schicksalspunkt raus, das ist es mir wert. Mhm. Wofür hat man die? Eine 1. Entschuldigung, sehr gut. Das war out of character. Du weißt, wie man gute Storys erzählt. Du ziehst die Sehne des Bogens an deine Wange und zielst. Und dann zögerst du für einen Moment, dir unsicher, was du hier tust, warum du hier bist. Was der Sinn hinter all dieser Sache ist und die ganze Bedeutung von diesen Personen und deiner Umgebung entgleitet dir für einen Moment. Aber dann richtet sich der Fokus wieder ein, dein Geist kehrt zurück in das Hier und Jetzt und mit einer absoluten traumwandlerischen Sicherheit hebst du deinen Bogen noch ein kleines Stück, lauscht auf den Wind und lässt den Pfeil los. Und für den ersten Moment würden wahrscheinlich alle denken, der geht fehl, aber tatsächlich die Windböe, die du erahnt hast, schiebt ihn zurück und in Korobas ausgestreckte Hand. In die andere Hand? Ja. Also. Er gibt einen erstickten Schrei von sich und sinkt über diesem Arm zusammen, nachdem der Pfeil ein weiteres Mal in seinen Unterarm eingeschlagen ist. Genauso wie letztes Mal, nur auf der anderen Seite. Und flucht, aber offensichtlich hält das seine Kreaturen nicht ab, die jetzt entschlossen vorrücken. Eine von denen auf allen Vieren, fast nicht mehr als ein menschliches Wesen zu erkennen, mit aufgeplatzter, teilweise abgefaulter Haut, galoppiert regelrecht auf dich zu und versucht dich dann mit ihren Fingern, die teilweise nur noch aus Knochen und aus hervorstechenden Fingernägeln bestehen, zu zerkratzen und schnappt mit ihren Zähnen nach dir. Und sie würde dich auch treffen. Was ist dein, also das hängt davon ab, wie hoch deine Parade ist. 2. Aber ich bin so abgelenkt gerade, ich glaube nicht, dass ich dieses Wesen überhaupt kommen sehe, höre. Ja, aber auch mit der 2, wir nehmen die Parade ja als passiven Malus, hat es immer noch getroffen und macht dir 6 Trefferpunkte Schaden. Mhm. Denk an etwaige Rüstung, obwohl alle eure Rüstung einen Schutzpunkt weniger liefert, weil sie inzwischen ziemlich zersetzt ist. Ja, aber keine Rüstung. Dann hast du jetzt einen Rüstungsschutz von -1, so. Gerechtigkeit muss sein. Oh nein! Ja, ob der Attacke werde ich vermutlich sehr offensichtlich überrascht, auch wenn ich bestimmt der Meinung bin, ich lasse mir das nicht anmerken, rumfahren und versuchen, der Kreatur irgendwie habhaft zu werden. Mhm. Nächste Runde. Ich glaube, war als nächstes Schulinai? Ich glaube, ne? Und dann erst Bardoba. Aber ich habe Initiative 8. Schulinai hat? Auch. Ich habe auch 8. Auch. Ja, was macht man da? Aber du darfst gerne zuerst. Ja, ich schreie mich. Die Kreatur, die sich da gerade in Revanon verbissen hat, verkantet hat, ich rufe. Revanon, wach wieder auf! Ich sprinte auf sie zu. Und dann vollführe ich einen eleganten Stoßangriff mit dem Rapier und im letzten Moment, also täusche eine Finte an und versuche die Kreatur am Kopf zu treffen mit dem Korb, da wo der Nagel ist. Aber so wie es aussieht, naja. Mit einer 18 nicht. Nee, so wie es aussieht, habe ich das nicht geschafft, ja. Nee, bin wohl noch zu verwirrt.
Dann der nächste schlurft heran, schafft es ganz knapp bis zu Revanon. Der hat immer noch die rostigen und schartigen Überreste von einem Schwert in der Hand. Schlägt aber mühselig daneben, als eine von seinen Sehnen mit einem Pschung aufgibt und der Arm in eine andere Richtung herabfährt, als offensichtlich der Wille, der das Ding antreibt, ursprünglich vorgehabt hatte. Shulinai. Ja. Bin ich in Reichweite, um es nochmal mit einem Radau zu versuchen? Ich habe ja diesen Wanderstecken. Du bist definitiv nah genug dran für einen Radau. Wunderbar, dann würde ich einfach mal diesen Stock um meine Hand kreisen lassen und, also so hoch ich den halt krieg, ne? Mhm. Und ihn unter einigen süßen Beschimpfungen in Richtung dieser Kreatur werfen und hoffen, dass ich treffe. Mit einer 16? Eher nicht. Nein. Ich werfe wahrscheinlich wieder daneben. Du kannst sehen, du wirfst den Stock neben ihn auf den Boden, wo er liegen bleibt. Egal. Kann ich einen Schicksalspunkt einsetzen? Selbstverständlich bitte? Kannst du das. Das kann nicht dauernd schief gehen. Ich möchte nochmal würfeln. Mit einer 5, das klingt doch deutlich besser. Oh, das reicht. Du wirfst den Stock schimpfend und fluchend. Er prallt neben dem Wesen, auf das du gezielt hast, auf dem Boden auf. Ist das eigentlich das, das auf allen Vieren angekrochen kam oder der aufrechtgehende Untote? Achso, was sieht denn gefährlicher aus? Sieht beides eklig aus, ne? Ja. Gut. Nehme ich mal den aufrechtgehenden, bitte. Mhm. Prallt neben ihm auf dem Boden, bleibt am Moment liegen. Alle warten einen Moment ab, Koroba fängt oben an. Und dann springt der Stecken mit einer plötzlichen Wucht wieder hoch und fängt an, auf den Untoten einzuschlagen mit dem Geräusch von einem Hammer, der regelmäßig auf einen Sack voller Rüben trifft. Matschig und fest irgendwie gleichzeitig. Ein Hammer, der regelmäßig auf einen immer Sack immer wieder auf einen Sack von Rüben schlägt. Rüben. Was dachtest du denn? Rüden. Nein. Wir hauen keine Hunde in Säcken, bitte. Ja. Whoa. Nein, wir hauen Köpfe in Säcken. Ja. Ja. Der wird jetzt jede Runde von alleine angreifen. Beziehungsweise von alleine Schaden machen. Und der Untote auch desorientiert, wo der Schaden herkommt und wo die Schläge herkommen, die jetzt auf ihn niederprasseln. Die anderen Wesenheiten bewegen sich auf euch zu, aber die sind zu langsam tatsächlich, um die gesamte Strecke zurücklegen zu können zu euch. Und müssen innehalten, bevor sie euch erreichen. Also beziehungsweise ihr könnt weit wieder handeln, bevor sie euch erreichen können. Das eine Ding klettert tatsächlich dann fast affenartig hoch auf eine von den Säulenüberresten, die dort stehen, und blickt auf euch herab mit dem Mund weit geöffnet, der voll ist mit fauligen und schiefstehenden Zahnresten, und es entkommt ein. Wir fangen wieder bei Revanon an. Wenn der Zwerg neben mich tritt, werde ich ihn vermutlich eine ganze Zeit lang so ein bisschen mit zusammengekniffenen Augen angucken, so verwirrt bis so ein leichtes Erkennen, also ja, bis man ein leichtes Zucken sieht und dann in der Bewegung den Bogen fallen lassen und mein Schwert benutzen, um mich zu wehren gegen das Viech, was mich gebissen und gekratzt hat. Ja. Gut. Also so wirklich mit so einem Ruck abwenden von dem Zwerg wieder und dann 12 wäre da. Mhm. Mit einem halbwegs halbherzigen Schlag. Eine 15 habe ich gewürfelt. Ja, mit einem halbwegs halbherzigen Schlag. Ja, das geht knapp über dem Kopf der sich duckenden Kreatur hinweg. Die das auch als Aufforderung offensichtlich nimmt, Ähnliches bei dir zu versuchen. Und mit einer 11 dich nur knapp verfehlt, dank deiner Parade. Dann, Bardoba. Ja, ich probiere es wieder. Den Gegner vor mir mit meinem Rapier zu treffen. Irgendwo am Kopf oder irgendwo, wo es Schaden verursachen könnte. Das ist eine 20. Ja, kann man die auch neu werfen? Ich finde,
Das haben wir nicht exakt festgelegt. Ich würde sagen, das kann man. Ja, haben wir, glaube ich, schon ein, zwei Mal gemacht. Möchte ich einen meiner Schicksalspunkte ausgeben, um die neu zu werfen. Ich finde, es läuft gerade ein bisschen zu schlecht. Ja. Eine 20. Oh. Okay, es soll wohl so sein. Es soll wohl so sein. Du stichst zu und während Revanon sich fast ein bisschen wie unter Trance oder unter Wasser bewegt und sich noch irgendwie nicht so richtig zu finden scheint, stichst du ihm in den Arm, indem er seine Waffe hält. Na, das wird sein Urteil über mich vielleicht. Wie viel Schaden macht deine Waffe? Würfel plus 5. Also 6 Trefferpunkte für Revanon von seinem eigenen Verbündeten. Von oben hört er, gut, 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 fress den Elfen, fress den Elfen! Wisst ihr was, meine Lieben, ihr lebenden kleinen Fleischsäcke? Wenn ihr den Elfen für mich umbringt, dann verzeihe ich euch auch. Halt den Rand, du blödes Sackgesicht! Wir bringen hier überhaupt niemanden um, außer dich. Ein weiterer von den Untoten, offensichtlich haben sie es wirklich alle auf den Elf abgesehen, versucht ihn zu packen, aber behindert von Shulinais Stab, der weiter auf ihn einprügelt, ist er nicht in der Lage, tatsächlich irgendwie etwas auszurichten. Shulinai. Dein Moment. Ja, Moment, wir haben Revanon verloren. Oh. Er ist unsichtbar. Da. Hat er sich unsichtbar gemacht? Das wäre praktisch, nicht wahr? Shulinai. Oh ja. Ja. Das wäre sehr praktisch. Wie funktioniert denn... mein Radau macht weiter, bis ich ihm sage, er soll aufhören, oder... Ja, der macht eine feste Anzahl von Runden quasi weiter. Okay. Ach, prima. Also ich kann jetzt aber was anderes machen. Genau. Auf den musst du nicht mehr achten. Ich habe noch die Fackel. Ich habe noch die Fackel, richtig? Der Bardoba hatte die Fackel. Hat er dir die gegeben? Ich habe sie übergeben, weil ich schlecht kämpfen und eine Fackel halten kann. Dann hast du jetzt eine Fackel. Wunderbar, dann würde ich einfach, Fackel brennt ja, ne? Was am nächsten an mir dran ist, was ich erreichen kann, und dann haue ich mit der Fackel drauf. Gut, was ist denn deine Attacke mit so einer Knüppelwaffe? Ja, genau, das ist bestimmt total gut. Das ist wahrscheinlich einfach nur deine Grundattacke, falls du nicht bewusst... Sage nichts. Ich habe tatsächlich überhaupt keinen Kampfwert, mit der für einen Knüppel zu gebrauchen ist. Ja, es ist 5. Ja. Du malst Linien mit der Fackel in die Luft. Könnte bedrohlich genug aussehen, vielleicht. Ja. Einzelne Funken regnen herab. Dein verzauberter Stecken schlägt weiter zu und setzt auch dem Untoten weiter zu. Mehrere von seinen Knochen geben mit einem leisen Knirschen nach, als das Ding draufhaut. Und er rollt zu dir rüber, aber dann siehst du, wie oben Bardoba gestikuliert und sich der Schädel wieder zack auf Revanon ausrichtet. Offensichtlich nicht in der Lage, sich ablenken zu lassen. Koroba, Entschuldigung. Weil diese Bars. Mhm. Die Koroba und die Bardoba. Der letzte Untote schließt sich jetzt dem Melee dort an. Aber auch der verfehlt mit seiner ungeschickten Attacke. Revanon. Warte, nein, das ist ja gar nicht mehr der letzte. Wir haben noch denjenigen, der hier von der Säule aus einen Sprung in das ganze Gewimmel wagt. Wenn ich mir den Würfel eben noch holen kann. Und der tatsächlich mit einem Hechtsprung und einem lauten Fauchen Revanon ins Gesicht springt und ihn mit umreißt zu Boden. Und dann quasi auf ihm hockt. Wollte fragen, ob ich dem irgendwie ausweichen kann, aber das spare ich mir jetzt. Wir haben ja nur die Passive sozusagen. Und mit der 1, das ist doch ziemlich schwierig. Mhm. Du wirst zu Boden geworfen und dort festgepinnt und nimmst noch zusätzlich 2 Trefferpunkte. Das Ding und seine Begleiter scheinen wild entschlossen zu sein, den Elfen als erstes zu zerfleischen. Was tust du, Revanon? Du liegst mit dem Rücken am Boden, in deinem Kopf klingelt es, nachdem du gegen einen Teil des Schutzes hier geworfen wurdest. Dein Griff um deine Waffe löst sich, während du mit dem Bewusstsein ringst und vor allen Dingen auch damit dich zu konzentrieren, im Hier und Jetzt zu bleiben. Komme ich in irgendein... Also, wenn ich nur so
halb im Fallen mich umgucke, komme ich in irgendeine Richtung weg, wenn ich unter dem Viech raus mich winde. Du könntest mit etwas Geschick versuchen, dich zu befreien und dann dich von der ganzen Gruppe zu lösen, also in diese Richtung. Ja, dann möchte ich das versuchen. Wie sieht es denn aus mit deiner Körperbeherrschung? Meine Körperbeherrschung ist bei 7. Das ist eine 9. Das ist sehr schade. Du windest dich unter dem Ding, aber es hält sich an dir fest wie eine große, stinkende, untote Klette und drückt dich mir allein mit seinem Gewicht wieder zu Boden. Sein Freund hier stellt fest, dass er nicht wirklich an dich rankommt und sieht Bardobar dann als das Hindernis an, das es zu überwinden gilt, um an den Elfen heranzukommen. Wie ist deine Parade, Ansel? 3. Es trifft dich trotzdem. Mit aber allerdings nur 3 Trefferpunkten. Naja. Du bist dran. Was tut Bardobar? Wie weit ist es zum Turm? Der Weg ist ja einigermaßen frei. Bis zum Turm? Also wenn du tatsächlich dich sputest und losläufst, kannst du es schaffen, in dieser Runde bis zu der Tür zu kommen. Ja, aber es läuft gerade so mies irgendwie. Habe ich das Gefühl, ich kann leider nicht weg. Ich werde einfach mich auf das Vieh vor mir stürzen und seinen Kopf gegen den Stein dahinter oder gegen diesen Tisch hauen. Also ich mache eine ganz normale Attacke, weil damit es nicht immer das Gleiche ist. Beziehungsweise ich mache eine angesagte Finte wie immer, weil das rechne ich quasi mal an. Ich habe einen Attackenwert von 15. Ich habe eine 3 gewürfelt. Sollte geklappt haben, das heißt, dann mache ich einen W6 plus 7 Schaden. Wow. Du wirfst dich vorwärts, irritierst das Ding ganz offensichtlich und wirfst es dann mit all deinem Gewicht und dem deiner Rüstung seitlich gegen die Säule, wo es tatsächlich dann auch ein knackendes und knirschendes Geräusch gibt und es dich auf einmal mit stark verdrehtem Kopf anschaut. Seine Arme bewegen sich noch, aber du hast ihm einen wirklich sehr empfindlichen Treffer beigebracht. Ei dabei, stirb, du Sohn eines Ogers. Ich hasse Ogre. Der Untote, der von dem Stecken behelligt wird, dreht sich zu Schulinei und versucht sie zu packen und ihr einen Stoß mit ihrem Kopf zu versetzen, aber er schmettert seinen Kopf mehr oder weniger einfach nur in den Stecken, der in dem Moment von der anderen Richtung herkommt und taumelt wieder zurück. Was möchtest du tun, Schulinei? Ja, der ist ja abgelenkt, wenn er gerade von meinem Stecken noch bearbeitet wird. Vielleicht ist er dann ja einfacher zu treffen. Ist nicht unwahrscheinlich. Deswegen würde ich es einfach nochmal mit der Fackel probieren, selbst wenn ich ihn damit nur streife, vielleicht brennt er ja. Was war dein Angriff nochmal? 5. Ich habe eine 20 gewürfelt. Gut, dann zünde ich jetzt wahrscheinlich irgendwas anderes an. Du wedelst mit der Fackel, versuchst den Untoten zu erwischen und du riechst tatsächlich auch das Kokeln von Stoff. Irgendwas und dann schaust du runter und siehst deinen Ärmel. Ah! Der entflammt steht. Ich leite Löschmaßnahmen ein. Dann, einer von denen schleppt sich hoch auf die Säule. Hebt einen von den Steinen auf und schleudert ihn auf Rövernon, der am Boden festgepinnt ist. Und trifft sehr gut. 5 Trefferpunkte. Wie geht es, Rövernon? Ja, der ist offensichtlich sehr verletzt, blutend, schlecht im Sinne von sehr schlecht. Und der letzte schüttelt dich, macht aber keinen weiteren Schaden, sondern das Schlimmste daran ist, dass irgendeine Flüssigkeit ihm aus dem offenen Maul tropft auf dich herab. Und damit dann, als er den Kiefer zuschnappen, dann auch Teile von Zähnen, die zerbrechen und auf dich herabrieseln. Du darfst auch wieder anfangen. Also das heißt, er tanzt mit seinem Gesicht vor meinem im Prinzip. Während der andere mit Steinen nach mir wirft. Wunderbar. Ja.
wenn, also das Gesicht ist mir sehr nah und diese Nägel sind vermutlich selbst in der, also in dem Zustand ziemlich auffällig. Mhm. Ja, dann würde ich mit der freien Hand, die nicht versucht, sich krampfhaft an meinem Schwert festzuhalten, das ich gerade ganz schlecht benutzen kann, versuchen, danach zu schlagen, zu greifen. Also vermutlich ist das so weit drin, also dann zu schlagen. Mit am liebsten dem Heft von meinem Schwert, wenn ich es frei bekomme, ansonsten einfach so. Was ist deine normale Attacke? Ohne Schwert? Mit Schwert. Mit Schwert 12. Du triffst tatsächlich. Wunderbar. Also was genau war dein Plan damit? Das jetzt von dir zu lösen oder ihm Schaden zu machen? Ja, mit dem Knauf des Schwertes, wenn ich es irgendwie dazwischen bekomme, ins Gesicht zu schlagen. Am liebsten in Richtung von dem Nagel. Wir sind uns einfach alle bewusst, dass diese Nägel eine sehr kritische Stelle sind. Also vor allem diese Nägel rauszuhauen. Ich glaube, das denken wir einfach und stechen halt nicht auf die Füße. Hm. W6 plus 4, also Würfel plus 4. Gut. Mit einem trockenen Geräusch stellst du die Knochen rings um die eine Augenhöhle ein, das Jochbein und das Stirnbein, und die sinken auch in die Tiefe des Schädels, und du siehst, wie der Dorn, der in der Stirn sitzt, tatsächlich sich ein bisschen in die Richtung lockert und gleichzeitig dann, so als habe man einer Marionette die Fäden durchgeschnitten, die eine Hälfte des Körpers für einen Moment von dem Ding gänzlich erschlafft und es regelrecht sich im Kreis schiebt, als es wild mit den Gliedmaßen rudert und kreischt. Das heißt, ich kann in der nächsten Runde versuchen, von dieser misslichen Lage zu entkommen. Ich denke schon, ja. Gut. Bardobar. Ja, ich werde jetzt weiter versuchen, den Gegner vor mir umzuhauen. Deswegen haue ich seinen Kopf weiter gegen den Stein. Und das ist auch sehr erfolgreich. Ein weiteres Mal wirfst du dich mit deiner Schulter dagegen und es gibt ein Fuck. Und tatsächlich löst sich der gesamte Kopf mit. Die Wirbelsäule dreht sich auseinander und zieht so einzelne Fäden und fleischige Teile hinter sich her und stinkende Flüssigkeit, und dann rollt der Kopf in die eine Richtung und der restliche Körper in die andere Richtung. Der Kopf liegt noch da, der bewegt sich auch noch, der Dorn sitzt immer noch an der Stelle und er schiebt sich mit seinem Kiefer, der schnappt auf und ab, aber so richtig gefährlich wird das nicht mehr, nur noch ekelhaft. Und der restliche Körper liegt ruhig da. Ha. Ich kann mich ja eigentlich noch bewegen, oder? Oder kann ich mich nur vor dem Angriff bewegen? Nein, du kannst dich auch jetzt noch bewegen. Der eine liegt ja auf Rebanon, aber ich würde gerne mich doch so hinbewegen, dass ich also den auf dem Tisch irgendwie anspringe, anrenne, mich da vorstelle. Die liegen da ja auf dem Boden. Ich stelle mich einfach irgendwie in den Weg, dass er keine Steine mehr schmeißen kann. Dann, du musst dann quasi auf den anderen draufsteigen. Also du kannst einfach versuchen, den, der Steine schmeißt, irgendwie zu behindern. Darauf können wir uns einigen. Ja. Also es wird, ne, also dadurch, dass die beiden am Boden liegen, ich kann mich ja auch über die beiden stellen, sozusagen. Ja. Der Untote, der von deinem Stecken belästigt wird, würde tatsächlich an dieser Verteidigungsmauer aus wirbelndem Holz vorbei nach dir greifen und dich treffen, Shulinai. Ja, dann tut er das. Das tut er leider. Das sind 6 Trefferpunkte. Oh, er holt aus und zieht dir tatsächlich einmal seine krummen und ekelhaften, mit Graberde auch durchsetzten Fingernägel über Hals und Gesicht seitlich. Und reißt damit auch eine ganze Reihe von weißen, gänzlich weißen inzwischen Haarsträhnen aus. Und jetzt ist aber Schicht im Schacht, wie mein Kollege der Zwerg sagen würde. Jetzt geht's ans Eingemachte. Ich glaube, ich raste völlig aus und springe den einfach um. Mit der Fackel in der Hand, Fingernägel in die Augen, in brennendem Ärmel. Brennendem Ärmel, egal. Ich denke mal, ich hoffe mal, der brennt vielleicht eher als ich. Ist ja ein bisschen älter, ne? Mhm. Ja, also ich springt mit vollem Gewicht nach vorne. Allein dafür, dass mir die Vorstellung sehr gut gefällt, wie Shulinai durchdreht und mit wild gesträubter weißer Mähne ihm entgegenspringt, gebe ich dir einen Bonus, und damit hast du es dann tatsächlich knapp geschafft. Du nicht reißt ins Gesicht! Nicht ins Gesicht! Dein verzauerter Stecken fährt noch einmal herab. Und mit einem Knacken zerschlägt er den Schädel von der Kreatur, die vor dir am Boden liegt. So. Der Nagel löst sich und rutscht seitlich dann langsam aus den Resten von Knochen und einer fauligen Masse, die dahinter war, herab.
Dein Stecken hängt vor dir in der Luft und vibriert regelrecht so wie ein Haustier, das darauf wartet, dass man ihm eine neue Anweisung gibt. Ja, ich deute direkt auf irgendwas, was noch da ist, was nicht einer meiner Kameraden ist. Ja, das ist wichtig. Wir haben das heute schon mitgekriegt. Man sollte seine Kameraden nicht mit seinem Rapier durchstechen. Da der eine gerade mit dem Elfen irgendwie im Ringkampf ist, der andere da relativ frei steht, wird es vermutlich der zweite. Ja. Ja, würde ich auch sagen. Der erste, der die Steine wirft, tatsächlich trifft und macht dir einen Schaden, Revanon. Hm. Und der über ihm hockt, versucht, sich aufzurichten, um dann mit größerer Wucht sich auf dich herabfahren zu lassen. Aber einer seiner Arme ist weiterhin halb gelähmt. Der knickt ihm regelrecht weg und dann wirft er sich rückwärts, heulend und kreischend und in das Rapier des Zwergs. Mit der 20, die er gewürfelt hat. Und mit einem Schlock dringt die Klinge vor dir wieder aus der Brust des Dings heraus. Das ist noch nicht tot. Also tot. Es bewegt sich noch, aber es ist deutlich getroffen. Und während es mit dem Kopf hin und her ruckt, festgepinnt jetzt auf dem Rapier, seht ihr, dass der Dorn sich immer mehr ein bisschen löst mit jedem Schwenken des Kopfes. Bardoba. Ach nee, Revanon, wir fangen wieder bei dir an. Mhm. Das heißt, das Ding ist jetzt von mir runter. Ja. Und festgepinnt wie ein Schmetterling in der Sammlung. Mhm. Wie hoch ist das Geröll? Also die Frage ist einfach, kann ich mich so schräg hinter dieses Mäuerchen zurückziehen? Ja, das kannst du. Dann wo tue ich das. Wo keine Steine mehr nach dir geworfen werden. Ja, und ich den Zwerg sehr genau im Auge habe, der aus irgendwelchen Gründen mit gezogener Waffe über mir steht. Ja. Dann. Der hier oben scheint irritiert, sobald der Elf ihm aus der Sicht gelaufen ist und fängt an, hinter ihm herzuschlurfen. Ey. An dir vorbei und bleibt dann mit dem Rücken zu dir hier stehen und versucht halbherzig mit seinen Fingern an Revanon heranzukommen. Ah, nein, damit sollte ich würfeln. Gelegenheitsangriffe gibt's hier nicht, oder? Hm. Nein. 3 Trefferpunkte für Revanon. Hm. Jetzt ist Bardoba dran. Ja, ich hab ja noch diesen einen Rapier hängen. Mhm. Ich würde über den einfach drüber laufen. Also quasi am Boden festpinnen und drüber gehen? Einfach drüber gehen zum nächsten. Ich würde dir anbieten, das irgendwie mit einer Körperbeherrschungsprobe oder irgendwas regeln zu können oder zu versuchen zu regeln, um dann den nächsten anzugreifen, der mir so schön den Rücken zudreht. So, Körperbeherrschung habe ich 9, nicht 11, ich habe 9. Okay, das klappt wahrscheinlich schon mal nicht. Also das ist jetzt aber kein großes Turnen, dass es mit großen Zwergenstiefeln über eine Kreatur hinweglaufen, die zur Hälfte gelähmt ist und am Boden liegt. Also du kriegst einen Bonus drauf. Und okay. Damit kannst du den anderen angreifen. Und darauf kriegst du auch einen Bonus, weil ihr den Rücken zudreht. Was ist deine Attacke normalerweise? Was ist deine normalerweise wäre sie 15. Dann triffst du auch ohnehin. Mühelos. Ja. Da mache ich wieder glorreiche W6 plus 7 Trefferpunkte. 6. Ha! Du. Hast du dein Rapier wieder aus dem anderen rausgezogen oder womit greifst du an? Ich denke schon, ja. Ja. Ich glaube, das ist nicht die. Also, bevor ich da drüber gelatscht bin, habe ich natürlich das gute Stück da rausgezogen. Ja. Du stichst von hinten an einer der schwächeren Stellen hinten am Schädelansatz aufwärts. Und das Rapier dringt tatsächlich mit einem Knacken vorne wieder aus dem Schädel aus. Und der Dorn ist halb rausgepresst worden. Noch nicht ganz. Aber du hast ihm auf jeden Fall einen sehr empfindlichen Treffer verpasst. Es steht vor Revanon schwankend. Eins der Augen hat sich jetzt aus der Höhle gelöst und rinnt so langsam herunter. Aber noch nicht gänzlich zerstört. Der am Boden nutzt seine Gelegenheit, um sich wieder aufzurappeln. Viel mehr kann er nicht tun. Shulinai, auf welchen von beiden hättest du deinen Stab und was tust du ansonsten? Ich würde... Besteht denn die Gefahr, dass mein Stab irgendjemand anderen trifft, wenn er da so rummacht? Oder ist es tatsächlich so, dass er nur den trifft, also den Gegner trifft, den ich anzeige? Da du ja einen sauberen Erfolg gewürfelt hast, macht dieser Stecken nur das, was du mit ihm vorhast. Also wenn du zufällig aus Versehen auf einen deiner Begleiter treffen willst, dann kannst du das einrichten. Aber ach so, normal nein, okay, dann hätte ich gerne den, der mir am nächsten ist. Mhm.
Und was machst du sonst? Und sonst brennt mein Ärmel noch. Er kokelt. Ach so, ja. Kokeln, keine aktiven ja so Flammen mehr. Nee, ich bin ja immer noch gut in Stimmung. Ich würde sagen, nutzen wir das Momentum und ich stürze mich auf den auch noch drauf. Funktioniert wahrscheinlich nicht doch mal, doch, ist aber doch, egal. Tust du. Du wirfst dich vorwärts. Gut. Und selbes Spiel nochmal. Kratzen, vielleicht nicht beißen, das ist eklig, aber ja, das volle Programm. Ja, das Ding ist ja ohnehin schon stark angeschlagen. Du hältst ihn fest, schlägst ihn mehrmals gegen den Boden und dann kommt dein Stab seitlich mit der und schlägt den halb herausgelösten Dorn sauber beiseite, der mit einem Ting, Ting, Ting irgendwo in der Dunkelheit verschwindet. Über euch hörst du Koroba laut auf einer dir unbekannten Sprache fluchen und schreien. Oh. Ja, schrei nur! Du möchtiger Schwarzmagier! Revanon. Ja, vor mir zappelt dieses Viech. Ich sinke schwer gegen die Wand und versuche trotzdem noch irgendwie mit dem sehr verletzten Arm einen Streich in Richtung des Viechs. Das gelingt zu vollführen. Dir. Sehr gut. Dann W6 plus 4. Ein angestrengt geführter Arm, der zu einem guten Teil seinen Schwung dann der Schwerkraft verdankt, aber der tatsächlich dort hineinfährt in die Wunde, die von hinten Bardobar schon begonnen hat, den Dorn aus der Stirn löst, einen Teil der Schädelkappe abtrennt und das Ding dann mit einem letzten zu Boden schickt. Du nur kurz davor, ihm zu folgen. Ja, und in der Haltung bleibe ich dann noch erstmal stehen und versuche bedrohlich das Schwert in Richtung des Zwerges zu halten, was mir nicht gelingt. Also es sinkt immer weiter runter. Ich werde, glaube ich, bin das nächstes dran. Ich greife in meiner Tasche, fummel den Trank heraus, trete an Rivalon ran und halte ihm den Trank auf von Hand hin. Ich sage, trink das. Schau ihn sehr durchdringend an. Nicht, dass ich mich jetzt noch irgendwie, also halte den Blick so gut es geht und greife irgendwann nach dem Trank, starre den Zwerg weiter an und trinke du den kannst. Trank. Okay. Der Geist wird auf jeden Fall wieder klar. Du erinnerst dich, warum du hier bist, was hier geschieht, wer die anderen beiden sind, aber an deinen Verletzungen ändert es nicht. Okay, dann sink ich ein bisschen, das Schwert sinken lassen. Sink ich vollständig gegen die Mauer. Ihr hört, wie Koroba oben anfängt, leise vor sich hin zu murmeln und offensichtlich sich an eine Zauberformel versucht. Während er da schwankend am Rand steht, sein einer Arm hängt immer noch größtenteils herab und er kriegt ihn nur mühselig gehoben, um Zaubergesten zu vollziehen, aber offensichtlich mit der klaren Absicht, Magie auf euch zu schleudern. Ich sag zu Revanon, ruh dich aus, mein Freund, ich bringe den Magier zu dir runter. Und dann renne ich Richtung Turm. Koroba ruft etwas mit einer dunklen Stimme, von dem du gerade eben noch irgendwie das, der Fulminictus oder irgendwas in der Richtung hörst. Und zuckt dann empfindlich zusammen. Sein Arm hängt halt ab. Du erwartest noch einen Moment irgendwie irgendeinen Effekt, aber nichts passiert. Stattdessen siehst du nur oben, wie ja, seine Augen offensichtlich inzwischen auch Blut unterlaufen sind, wie mehr Blut ihm aus den Nasen, teilweise auch aus den Ohren rinnt und er schwankend dastehend, den Kopf in den Nacken gelegt und offensichtlich versucht, die Kontrolle wieder über sich selbst zurückzuerlangen. Hm. Was machen dann die anderen beiden? Was macht Julie nein? Kann ich, also ich frage mich gerade, wie lange es dauern würde, Revanon zu heilen. Ob es wichtiger ist, quasi den Magier zu beschäftigen oder Revanon wieder auf die Beine zu bringen. Ich kann ja den Hexenspeichel und die Frage ist, könnte ich quasi ihm vorbeigehen mit Schulterklopfer auf ihn draufspucken und das würde ihn dann
zumindest einen kleinen Boost verschaffen? Ein bisschen oder mehr Konzentration braucht es doch, aber Okay. Du siehst, dass der Zwerg offensichtlich schon heiß entschlossen ist und dran ist, den Magier mehr als nur abzulenken. Aber gut. Ist denn dein Radau schon vorbei? Ach so, ja genau, was stimmt. Macht mein Stecken? Wie viele Runden hat er? Ich glaube, dein Stecken schwebt noch neben deiner Schulter, geduldig. Okay, könnte ich den denn auch in Richtung Magier schicken? Reicht das von der Entfernung her oder ist das zu weit weg? Ja. Gut, dann aber auf jeden Fall den Stecken auf Richtung Magier. Das reicht ja nicht, dass er aus der Nase blutet. Es kann auch an anderen Stellen wehtun. Der Stecken fliegt aufwärts, wirbelt mehrmals um seine eigene Achse und macht sich offensichtlich daran, seine Aufgabe bei Koroba fortzusetzen. Blutet auch aus der Hand, möchte ich dazu erwähnen. Oh, stimmt. Er wird noch viel mehr bluten, wenn wir mit ihm fertig sind. Und ich nehme an, dann möchtest du versuchen, Revanon zu heilen. Genau, und dann würde ich mir das einfach mal angucken, da ich von Heilkunde faktisch keine Ahnung habe und nur weiß, draufspucken hilft immer. Jemand hat ihm durch den Arm gestochen und er hat eine blutende Stelle am Hinterkopf und mehrere anderen, wo die Haut aufgeplatzt ist oder Zähne sich in seiner Haut gegraben haben. Okay. Der sieht überhaupt nicht gut aus. Aber dafür hat er einen so deutlich wacheren Blick als noch vor dem Kampf. Gut, dann muss ich wahrscheinlich großflächig arbeiten. Das heißt, egal wie eklig ich es gerade finde, Zunge raus und einmal so... Einmal den Elfen ablecken. Elfen ablecken. Ist das eklig. An dem klebt wahrscheinlich auch noch so Hirnmasse und Blut und... Das ist eine 14. Ich glaube, das reicht nicht mehr. Willst du einen weiteren Schicksalspunkt ausgeben, um das zu wiederholen? Unbedingt. Wir haben ja etabliert, Elfen schmecken nicht. Eine Elf? Nee. Elf reicht. Na bitte, der Elf wird mit einer Elf geheilt. Der Witz schreibt sich selbst. Wie teuer ist denn das? Ich muss ein bisschen haushalten mit Astralpunkten. Ja, also normalerweise machen wir einfach Astralpunkt gleich Lebenspunkt, den du zurückgibst. Wie viel gibst du zurück? Okay. Wie viel hast du? Wie schlimm ist es denn? Auf einer Skala von 1 bis 28 geht's mir 5. Okay, dann machen wir doch mal 10. Das ist, glaube ich, recht großzügig. Damit könntest du was anfangen. Mhm. Ja, die Schulinei, ihr Gesicht, das ist so ausgesprochen seltsam und verstörend für den Elfen. Ihr Gesicht tieffaltig inzwischen, ihre Haut grau geworden. Ihre Augenbrauen teils ausgedünnt, teils überraschend lang, die einzelnen Haare. Und du glaubst auch zu sehen, dass ihr aus den Ohren Haare wachsen. Vollkommen bizarre Effekte. Aber sie neigt sich vor und leckt über deine Wunden, als wäre sie eine Katze. Und du kannst zusehen, wie unter der Schicht von zähem Speichel tatsächlich deine Haut sich langsam schließt. Und du spürst das Mandra, das offensichtlich dieser Geste innewohnt, auch wenn sie weder gesungen noch eine Geste von sich gegeben hat. Bardoba stürmt zur Tür. Die Tür ist geschlossen? Sie ist geschlossen. Bardoba stürmt gegen Tür. Sieht Tür aus, als könnte man durchstürmen. Tür ist aus Holz. Holz ist in dieser Gegend ist furchtbar morsch. Das stimmt. Metallbeschlagen. Es ist rostig oder es ist morsch. Bardoba stürmt durch die Tür. Irgendwas Gutes muss doch diese Situation auch haben. Was hast du für eine Stärke? 10, ja, Körperkraft 10. Du stürmst durch die Tür, nimmst aber dabei tatsächlich 4 Trefferpunkte Schaden. Zum Glück habe ich keine 20 gewürfelt. Als einzelne rostige Metallsplitter, die dir durchs Gesicht fahren und sich unter eine von deinen losen Parts der Rüstung bohren. Und aber du stehst, das hat Zeit gespart. Du stehst in einem Raum, der 2 Ausgänge aufweist und der ansonsten leer und schmucklos ist. Ein Schott oder ein Zugang nach unten, eine Falltür. Und die gibt es erst seit dem letzten Update, deswegen war sie vorher noch nicht drin, Entschuldigung. Es ist übrigens sehr, sehr dunkel. Vielleicht kannst du irgendwie so ein bisschen heller machen, weil man, ich glaube, sonst... Also ich sehe zumindest nicht sehr viel davon. Gib dir meine Fackel. Ja.
Aber ich kann ab. Aber ich sehe ganz gut im Dunkeln. Okay, Leiter, ja. Schwierig. Ja, und eine Leiter. Gehen wir einfach davon aus. Schwierig. Ich lasse also meine Waffe fallen, denn es ist nicht die Zeit, sie wegzustecken, und klettere so gut es geht diese Leiter hoch. In einen weiteren Raum mit einem ähnlichen Aufbau. Du stemmst die Öffnung auf und siehst vor dir eine weitere Leiter. Dabei gehen wir kurz zurück zu den beiden, die hier sind. Korobar, oben stößt kreischende Flüche aus. Dein Stecken wirbelt ihm entgegen und schlägt ihm mehrfach Schulter gegen Schulter und Gesicht. Seinen heilen Arm nimmt er hoch, um sich davor zu schützen. Was willst du sonst noch tun, Schulinei, Revanon? Ja, kannst du gehen? Regulon, kannst du gehen? Ja, ich stimme mich so ein bisschen hoch. Ja, dann helfe ich mal. Und dann hoffe ich, dass der Magier abgelenkt ist von meinem Stecken, dass er uns nicht irgendwelche Zauber entgegenwirft. Und dann würde ich sagen, mühen wir uns da in Richtung Koroba, oder? Ja, ich ich gehe unterwegs zu dieser Plattform, wo ich drauf gestanden habe, weil da liegt der Bogen noch. Mhm, und nimmst den an dich. Nimm den an mich, richtig. Und dann folgst du Schulinei mit ein wenig Abstand. Ja. Genau. Ich fange schon mal an zu schimpfen, damit ich mich gut in Stimmung bin. Also mach mich langsam warm. So eine Eselin möchte gern Schwarzmagier. Wir kümmern uns gleich. Jetzt guck doch nicht so doof. Du wirst gleich dein schwarzes Wunder erleben. Gut. Wo habe ich ihn denn hingepflanzt? Dort. Bardobar. Ja. Eine weitere Leiter. Ja, ich hab kein anderes Ziel, als so schnell wie möglich diesen Turm raufzukraxeln. Gut. Dann eine weitere Leiter nach oben. Und damit findest du dich tatsächlich auf der Spitze des Turms wieder. Und vor dir Korobar, der sich jetzt langsam in deine Richtung umdreht. Er wirkt inzwischen fast genauso tot wie die Kreaturen, die er befehligt hat. Sein Fleisch hängt ihm in grauen, dürren Falten, gänzlich ohne auch nur einen Gramm Fett dazwischen, von den Knochen, die Muskeln nur noch quasi schlaffes Gewebe. Seine Augen liegen so tief im Schädel, dass sie fast gar nicht mehr zu erkennen sind, bis auf ein vages Glühen darin und ein Widerschein von der Fackel, die er in der Hand hält. Seine weiße Mähne ist einen guten Teil ausgefallen. Um ihn herum am Boden liegen tatsächlich die Reste davon, also die im Wind sich bewegen, einzelne Nester aus Haar, die sich dort gesammelt haben, und sein Bart ist nur noch eine Ansammlung von einzelnen Strähnen. Nicht, ihr könnt es nicht stören. Und ihr werdet es auch nicht. Er wankt vorwärts in deine Richtung, versucht dich mit der bloßen Hand zu packen. Du siehst, dass sein Gesicht zur Hälfte inzwischen mit Blut verkrustet ist, das ihm aus den Augen, der Nase und aus dem Mund gelaufen ist. Was möchtest du tun? Versuchst du auszuweichen? Ich sage, ich mag nur einen Arm haben, aber ich habe zwei gesunde Beine, und dann versuche ich, ihn vom Turm drop zu kicken. Nein, nicht drop zu kicken, das also so einen Kick zu geben, wie bei 300 König. Sag es bitte nicht. Ich sag's nicht, ich weiß es gar nicht. Du machst einen beherzten Schritt nach vorne und trittst ihm so hoch du kannst gegen den Oberschenkel. Unbewaffnet Angriff 14. Eine 6 habe ich gewürfelt gegen den Oberschenkel. Er schwankt, sieht ungläubig auf dich herab. Jetzt kannst du auch tatsächlich seine Augen sehen und das blutunterlaufende Weiße darin. Dann gebe ich ihm noch einen Faustschlag hinterher. Und er sagt, aber... Und damit stürzt er in die Tiefe und prallt mit einem knackenden, klatschenden Geräusch nur wenige Schritte vor Schulinei auf der Treppe auf. Oh! Einmal kurz zuckt er noch, der Kopf dreht sich zur Seite in deine Richtung und dann liegt er still. Ich trete noch mal gegen, nur um sicher zu gehen. Pock. Ja.
als Puck, oder? Ja. Bardobar schaut von oben runter, also es wird so sein Kopf, wenn ihr wieder raufguckt, sein Kopf wird so sichtbar, ziemlich nah am Boden, sagt, ich hab doch gesagt, ich bringe ihn zu euch runter. Ja, hast du. Und dann weiten sich seine Augen und er guckt nach unten, als wäre es ein sehr, sehr, sehr weiter Weg. Und langsam sieht man den Zwerg so zurückkrabbeln, langsam verschwindet der Kopf wieder aus dem Blickfeld. Und ich bewege mich tatsächlich nicht zur Leiter, sondern in die Ecke des Turms, die mir am sichersten erscheint. Und auf allen Dreien kralle ich mich am Boden fest, denn ich leide unter Höhenangst. Bade, Höhenangst. Und dann rufe ich leise, Revanon? Ihr seht, dass Bardobar auf einmal mit bleichem Gesicht von der Kante zurückweicht und dann hört er auch ebenso leise und fast kaum nicht zu hören über den Wind. Revanon. Zum Glück hat er den Trank getrunken, meine Güte. kannst du mal bitte für mich einen Wahrnehmungswurf machen, den ich gerade nicht selber machen möchte? Sicher. Da haben wir noch einen Würfel liegen. Neun immer noch, Entschuldigung. 20. Gut, also ich habe noch nie so viele 20 so auf den Tellerländer gewürfelt. Das Programm hat heute wirklich was gegen euch. Naja, müssen wir Trauras draus machen. Dann werde ich vermutlich vor dem Turm stehen und eine Weile hochgucken und irgendwann nach innen. Und du siehst eine Falltür nach unten und eine Leiter nach oben. Hilfe! Jetzt geh doch mal hoch und hilf ihm! Ich guck die Leiter hoch. Ich guck Schulinei an. Zucke mit den Schultern und geh mal die Leiter hoch. Alles muss man dem immer sagen, Mensch. Ich flattere den Magier. Vielleicht hat er was Nützliches dabei. Du findest tatsächlich noch mehrere von den dumpf grauschwarzen metallenen Dornen in einer seiner Taschen. Nehme ich mit. Und ansonsten eine Reihe von eingetrockneten Pflanzenresten, ein Brocken seltsam riechendes Harz, die Locke von irgendjemandem. Kann man das Harz rauchen vielleicht? Vielleicht, da bist du dir nicht sicher. Gut, okay, finden wir später raus, nehme ich auch mit. Haare von irgendjemand anderem will ich nicht. Und einen Beutel tatsächlich mit ein paar Münzen und einem Ring darin. Ein Ring, gut. Ach, ich stelle alles gerade gar nicht nützlich. Ich nehme es trotzdem mit und dann gehe ich auch in den Turm. Leere Raum, Klappe im Boden, Leiter nach oben. Aber ich muss mal an meinem Trank nippen vielleicht. Ich fühle mich auch nicht so gut. Hüfte ist gerade ganz arg und zugreifen auch. Dann würde ich einfach nochmal, aber ich würde es nicht so wie Bardobar machen, der den ganzen Trank getrunken hat, sondern ich würde nochmal so diesmal einen ordentlichen Schluck nehmen. Die Schmerzen werden weniger, die von deinen Knochen kommen. Als du deine Gelenke bewegst, fehlt auf einmal das leise Knirschen, an das du dich vorher gewöhnt hast. Du kannst deine Finger bewegen, ohne dass du das Gefühl hast, deine Gelenke sind zu dick dafür, um sie in Bewegung zu setzen. Deine Zähne sind fest, deine Augen sind klar. Graue Haare verbleiben, aber es ist besser. Besser. Gut, ich muss noch ein bisschen durchhalten. Und dann würde ich mich daran machen. Was ist mit meinem Stecken passiert? Ist der jetzt auch weg? Der liegt wohl oben auf der Plattform. Ach so, gut. Da sind die immer noch oben. Bardobar ist nicht heruntergekommen. Bardobar versucht mal mittlerweile, schaut mal so zur Leiter runter, merkt, das geht da wahrscheinlich so 3-4 Meter in den Raum rein. Ja. Und schaut sich um, wo man sich am besten festhalten kann, wenn man seine Beine ganz vorsichtig und langsam durch die Fallluke, durch die Leiterluke
hinablässt. Da liegt ein Stecken, von dem du schwören könntest, dass er eigentlich Schulinei gehört. Oh, ein Stecken. Ich nehme den Stecken und leg den quer oben auf die Öffnung, sodass ich mich daran festkrallen kann. Mhm. Und dann versuche ich ganz lange, aber so ungeschickt, wie man das kennt, man als nicht höhenaffiner Mensch versucht, irgendwo runterzuklettern, versuche ich mich da irgendwie runterzubewegen. Du kannst es auf jeden Fall wieder abwärts schaffen. Und kommst dann. Da taucht ja dann auch irgendwann auf. Ja, und kommst dann Revanon entgegen. Ja. Immer diesen Stecken mit, da kann ich mich bestimmt irgendwie einhaken oder verschafft mir Sicherheit. Ja. Ja. Schulinei. Bardubar bringt dir dein Stecken mit. Oh, danke dir. Alles in Ordnung. Ja, alles in Ordnung. Ich habe den Magier zu euch runtergebracht. Was hat er gesagt, bevor er den Abflug gemacht hat? Er hat gesagt, wir würden es nicht stören oder aufhalten oder sowas. Hat er gesagt was? Nein. Er hat mir nicht gesagt, da ihr sowieso sterben werdet, werde ich euch meinen großartigen Plan ja verraten. So lange habe ich leider nicht gewartet. Nein. Alles gut. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich in den Keller. Ich deute auf die Falltür. Ah, in den Keller. Ja, das ist eine Richtung, die mir viel mehr liegt als auf den Turm. Ja. Entschuldigung, könnte ich mal kurz? Ich heb mein Papier vom Boden auf. Ja. Gibt's hier irgendwo ein Licht? Wahrscheinlich nicht. Aber ich würde mich mal aufmachen, irgendwie was zu finden, was also irgendwo an der Wand ist. Es ist ja immer noch ein Turm, der irgendwann belebt war. Eine Lampe zu finden oder eine Fackel. Genau. Das ist kein Problem mehr. Ja. Wenn ihr... Nun gut, dann schreiten wir doch voran. Ihr öffnet die Falltür und darunter seht ihr einen Kellerraum, der deutlich größer ist als die Räume darüber, der auch einen guten Teil des Geländes drumherum unterkellern muss. Und indem sich eine Halbkugel abzeichnet aus waberndem grauen Glas oder etwas Ähnlichem. Und darin könnt ihr vage Gestalten ausmachen, die sich bewegen und wie ganz fern, so wie von einer Bergkuppe zur anderen, Schreie hören und eine Stimme, die sich darüber immer wieder erhebt, die euch unbekannte Worte skandiert in einem Gesang, der sich wiederholt und wiederholt und ineinander verflechtet. Glaubt meine Nase? Ja, nicht nur das. Oh nein. Er juckt ständig meine Nase. Das ist der falsche Ort für mich. Was machen wir mit dieser Kugel? Zerschlagen oder nicht? Ich weiß nicht, wonach sieht denn das aus? Also, außer nach dem, wonach es aussieht, sagt mir das irgendwas, was das sein könnte? Eine magische Barriere findest du naheliegend. Das ist kein physisches Objekt, sondern das ist Magie, das die Eigenschaften eines physischen Objektes nachahmt, emuliert. Vielleicht sollten wir vorsichtig sein und erstmal was dagegen werfen. Gibt es irgendetwas, was man werfen kann? So ein Stein, ein Stück Holz? Nicht mein Stecken, noch nicht. Ja, sicherlich. So ein Stein oder so. Würde ich einfach mal nehmen, würde dagegen werfen und gucken, was passiert. Du musst ihn quasi nur fallen lassen. Der prallt auf mit dem Geräusch tatsächlich, als hätte man ihn gegen eine große Kristallscheibe geworfen. Ding! Und prallt davon ab und du siehst, wie der Stein im Fliegen, nachdem er weggeschleudert wurde, zerbröckelt und zerbröselt und regelrecht zerfällt. Oh. Aber auch, dass dieses graue Schimmern und Leuchten der Kugel an der Stelle schwächer geworden ist und sich regelrecht ein paar Risse davon ausbreiten. Dann. Die aber langsam auch anfangen, sich wieder zu schließen, wenn du zuschaust. Revanon? Versuchen hinterher zu feuern. Und zwar so, dass der Pfeil nicht wieder direkt retour käme. Also zumindest ein bisschen gezielt. Mhm. Ja. Du feuerst nach unten, der Pfeil ping, fliegt auch in eine Richtung weg und du hörst das Klappern, als offensichtlich nur das Metall übrig geblieben irgendwo dann in der Dunkelheit verschwindet des Kellerraums. Und auch von dort breitet sich ein Spinnennetz von schwarzen Bruchstellen aus. Aber auch das beginnt langsam wieder zu heilen, während du zuschaust. Manchmal sind große Kaliber die beste Möglichkeit. Ich fange mal an, ein paar größere Steine, die ich
als stark, aber einhändiger Zwerg noch in einer Hand halten und werfen kann. Es ist begrenzt, wie groß die sind, die du auch durch die Klappe im Boden überhaupt werfen kannst. Naja, ich versuche einfach mal ein paar zu suchen und schaue einfach mal, ob es einen größeren Effekt hat, wenn man mehrere wirft. Tatsächlich. Und Rivanon hält sich wahrscheinlich bereit. Es sind immer nur kleine Makel, die ihr in diese Kuppel hineinschlagt damit. Wenn die Steine zersplittern, zerbrechen und zerbröseln. Was tun? Schulinei? Ja, ich rede mit mir selbst. Das passiert öfter. Die Frage ist ja, was passiert, wenn diese Gegenstände die Kuppel berühren? Ist es so, als ob die plötzlich auch von so einer Art wahnsinnig schnellen Alterung zerstört werden? Oder sieht es eher so aus, als ob es die magische Energie ist, die die kaputt macht? Sprich, wenn ein Mensch das anfasst, wird er noch viel schneller altern? Er würde wohl eher einen magischen Schock erleiden. Es sieht für dich aus, als würde, was auch immer diese Kuppel trifft, ihr zwar Energie abziehen, aber diese dann im Gegenzug wie ein Schadenszauber sich auswirken. Okay, also quasi, ich schaue dich ins Gesicht, du haust mich ins Gesicht. Mhm. Nur halt mit einem Zauber. Habt ihr diesen untoten Magier eigentlich durchsucht? Ja. Er hat dieses Harz hier dabei gehabt, ein paar Münzen und was war das noch? Ich suche. Die Locke habe ich nicht mitgenommen. Was hat er noch dabei? Münzen, ein Ring. Mehrere ein Ring. Von den Metalldornen. Oh, Metalldorn. Das ist doch bestimmt magisches Metall. Da bist du dir absolut sicher, ja. Vielleicht funktionieren die besser gegen diese Zauberkuppel. Oder sie gehen dadurch kaputt. Das wären beides gute Sachen. Nicht schlimm. Also nehmen wir mal einen und versuchen mal mit diesem langen Dorn diese magische Kuppel anzukratzen. Mhm. Du lässt sie da quasi einfach drauf fallen. Ja, Sumus Griff ist ja ein guter Helfer, wenn es nach unten geht. Deswegen würde ich sagen, ja, mit der Spitze nach unten. Der Dorn fällt nach unten, deutlich schwerer, als er eigentlich sein dürfte. Und bohrt sich tatsächlich mit einem knisternden Geräusch in die Kuppel. Und bleibt darin stecken, während sich die schwarzen Fäden von dort aus ausbreiten. Vielleicht, jetzt müssen wir... Hat jemand einen Hammer? Aber zum Zwerg. Ich schaue zum Elf. Wir schauen beide zur Schule rein. Ich schaue zum Himmel, den ich nicht sehen kann. Du hast ein Stecken. Ich habe ein Stecken. Wie tief ist das unter... Also, oder wie lang ist mein Stecken lang genug, Es sind zwei Schritte abwärts, bis ihr die obere... den Apex der Kuppel erreicht. Und die ist wiederum mindestens vier Schritte hoch. Was willst du denn mit deinem Hammer? Ich will den Nagel da reinhauen. Vielleicht klappt's, wenn man einen Stein, ich hol nochmal einen Stein. Dann ziele ich mal hin und versuche mal mit dem Stein diesen Nagel zu treffen. Biete hier meinen Fledermauswurfwert von 13 an, ich weiß nicht, was ich... Mit einer 8 gehen wir davon aus, dass das getroffen ist. Der Stein platzt auf dem Nagel in mehrere Teile, aber der Nagel wird regelrecht ganz in die Kuppel hineingetrieben und mit einem Klick seht ihr, dass sie dort tatsächlich einen Bruch aufweist und ein einzelner Fadennebel langsam aus ihr aufsteigt. Ist das jetzt gut oder schlecht? Weiß ich nicht. Wir spielen immer noch mit Dingen rum, von denen wir nichts verstehen. Sonst, also, hätten wir das Problem wohl nicht. Aber wir müssen da irgendwie durch. Was haben wir denn noch an magischem Zeugs? Naja, noch mehr Nägel. Noch mehr Nägel, ja. Aber es hat irgendwie mit dem ersten nicht so gut funktioniert. Naja, es hat ein Loch. Der Bruch unten dehnt sich langsam weiter aus. Von dem Nagel. Dann zerfällt der Nagel mit einem leisen Knistern langsam zu grauem Metallstaub. Die Öffnung bleibt allerdings. Flirrt an den Rändern fast ein wenig, als wäre sie mal da, mal nicht. Und mehr Nebel zwischen einige Fäden, so dick insgesamt wie eine Faust, hebt sich daraus. Also wir haben schon mal einen Nagel vernichtet, das finde ich eigentlich auch ganz gut. Die Stimmen, die
ihr vorhin nur von großer Ferne gehört habt, langsam deutlicher zu euch dringen. Die eine, die sich immer wieder erhebt und singt: Drama, Halkscherste, Moni, Nalachsat, Naf. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wir von anderen sollten uns beeilen. Ja. Gut, dann gib mir noch so einen Nagel. Bitte, jeder ein. Also, ja. Hm? Schau so einen Nagel mit ein bisschen Abscheu an, aber ich probiere es mal mit. Ich probiere es mal mit Wucht und werfe den Nagel also nach unten. Schleuderst den abwärts. Ja. Also ich meine, nach unten kommt er sowieso. Ja, okay, auch nicht. Ich möchte es nicht. Es sind mir zu viele 20er. Ich möchte gerne einen weiteren Schicksalspunkt ausgeben. Ja, der Nagel trifft sauber an einer der Stellen, wo der Riss gerade endet, und mit einem Klirren zerspringt ein guter Teil der Kuppel, fängt an, in sich einzusacken, löst sich dabei auf, der Nebel, so als würde man Druck ausüben auf einer Blase, aus der hinausdringt, explodiert regelrecht lautlos in die Höhe und fängt an, den Raum auszufüllen und in eure Richtung zu quellen. Der? Nach irgendwas? Ihr hört ein Sirren in der Luft, ein Singen, das immer intensiver wird. Und dann ein Bersten, ein Geräusch, das die gesamte Welt zu umgreifen scheint. Und auf einmal steht ihr im Nebel. Die gesamte Burg um euch herum verschwunden. Und vor euch in diesem Nebel, der ansonsten Geräusche schluckt, seht ihr einen Kreis, dessen Licht matt durch diesen Dunst zu scheinen vermag. In dessen Mitte eine einzelne Gestalt in einer Robe, die Hände erhoben, die weiterhin ihre Anrufung skandiert, immer schneller. Und darum wiederum in einem Kreis, festgebunden mit Fesseln, metallenen an den Boden, 13 Personen, die sich winden, einige von ihnen inzwischen so kraftlos, dass sie nur noch leise zittern, einige schreien, andere wehren sich. Aber die offensichtlich Teil dieses Rituals sind, was auch immer es genau bewirken soll. Und eine von den Gestalten wirkt dabei energetischer und entschlossener als die anderen. Ein Mann in Magierrobe, grauer, der ganz offensichtlich noch die Energie hat, sich zu wehren. Und laut flucht: Du wirst es nicht tun! Ihr könnt es nicht! Reißt euch zusammen! Reißt euch los! Macht irgendetwas! Ihr müsst, entzieht euch die Lebenskraft! Jetzt macht! Wo sind wir bei dieser ganzen Sache? Ich platziere euch jetzt hier. Schulinei. Revanon. Und Bardoba. Im Nebel, fast farblos. Ihr habt auch das Gefühl, ihr seid euch nicht sicher, in welche Richtung Sumus Griff sich eigentlich gerade auf euch auswirkt. Ihr habt fast das Gefühl, wie in Wasser zu sein und zu schweben, das oben und unten nicht eine klare Bedeutung haben. Und auch alle Geräusche sind seltsam ohne Echo und ohne Klang, als wären sie in einem erstickten Raum gesprochen oder von der anderen Seite einer Segelplane. Was tut ihr? Ich schau mal zu Revanon. Ich nehme an, dass wir irgendwie, nachdem wir so die Szene sehen, einmal kurz Augenkontakt irgendwie haben. Und ich greife an meine Seite zu meiner Fledermaus. War genau mein Gedanke. Wir gucken uns kurz an, ich nick dir so halb zu und greife nach meinem Bogen. Und dann machen wir uns bereit, in geübter Manier gleichzeitig verschiedene Kunstfertigkeiten in der Art von Schuss- und Wurfwaffen zu zeigen. Einen halben Schritt auseinander zu treten und dann ein Ziel zu haben. Mhm. Denn wie jeder weiß, der Feind des Magiers ist der Pfeil, / die Fledermaus. Der Magier in der Mitte, der die Anrufung wiederholt, legt den Kopf in den Nacken und die Kapuze gleitet ihm vom Gesicht und ihr seht darunter die eingefallene Miene eines nicht mehr lebendigen Mannes. Und vor allen Dingen eines seiner Augenhöhlen ist gänzlich ausgefüllt von einem roten, facettierten Stein, der darin glüht, während er aufwärts späht. Und er setzt wieder
euch ignorieren, zu der Anrufung an. Und langsam seht ihr, wie sich sein Fleisch wieder füllt mit Feuchtigkeit und Form annimmt. Und wie offensichtlich läuft. Ich wirbele die Fledermaus über meinem Kopf und ziele auf die Beine. Ja. Ich ziele irgendwo hin, wo es mehr wehtut als die Beine. Richtung Oberkörper-Kopfregion. Revenon ist derjenige, der anfängt. Eine 17 ist kein besonders erfolgreiches Ergebnis. Push it, push it. Ja gut, komm, Schicksalspunkte habe ich sogar noch. Ich gebe einen aus. Mal gucken, ob er das Kunststück dreimal hinkriegt. Ich habe wieder eine 17 gewürfelt. Schade. Der Pfeil geht fehl, verschwindet irgendwo im Nebel mit einem Flüstern und dann dem absoluten Ausbleiben von Geräuschen. Du kannst nicht mal erahnen, ob der jemals irgendwie sich zu Boden senken wird oder ob der jetzt ewig durch diesen Nebel gleitet. Bardobar. Der Mann wiederholt Bardobar ein weiteres Mal eine Zeile von seiner Anrufung. Das Auge, das aus einem Stein bestehende Auge, glüht auf. Und inzwischen hat sein Gesicht wieder Farbe bekommen. Blut fließt wieder unter der Haut. Und es gewinnt mit jedem Augenblick an Jugend, als würde die Zeit, die euch regelrecht aus den Knochen zu fließen scheint, in diese Person hineingesogen werden. Er unterbricht kurz seine Anrufung und sagt, ich sehe euch. Aber nicht zu euch, sondern aufwärts, als würde er zu dem nicht vorhandenen Himmel sehen. Das Gefäß ist bereit. Und dann nimmt er wieder den Gesang auf. Bardobar. Bardobar wirbelt die Fledermaus und lässt sie in Richtung der Beine des Mannes losschnellen mit einer 13. Eine 20. Bardobar setzt seinen Schicksalspunkt ein und würfelt jetzt wahrscheinlich nochmal eine 20. Ich dachte, du sagst jetzt, Bardobar setzt sich hin. Er hat genug. Bardobar setzt sich hin und schimpft, ja. Doch, mit einer 4 triffst du. Was für einen Schaden macht denn deine Fledermaus? Das ist nicht genau definiert. Es geht eigentlich auch mehr um den Effekt. Ja, sie wickelt sich tatsächlich mit einem Klack, 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 Klack um die Beine und den Körper des Beschwörers, der ins Taumeln gerät und ganz unwürdig dann unwürdig zur Seite sinkt, aber dabei es trotzdem schafft, seine Arme erhoben zu halten und hochkonzentriert weiterhin sinkt. Offensichtlich nicht in der Lage oder er wagt es nicht, seine Anrufung zu unterbrechen, um sich irgendwie um euch zu kümmern in dem Moment. Shulinai. Ja, ich überlege mir gerade, anscheinend scheint es ja unglaublich wichtig zu sein, dass er seine Beschwörung oder was auch immer er da gerade vorträgt, verbal weiter artikuliert. Ja. Meine Frage wäre, kann ich fluchen? Und die zweite Frage wäre, kann ich Zunge lähmen fluchen? Ja. Weil dann fancy. Dann würde er wahrscheinlich zumindest nicht mehr ganz so sauber dabei klingen und vielleicht geht dann ja was schief. Mhm. Das heißt, ich würde natürlich auf jeden Fall gut Stoff geben. Ich bin völlig entsetzt über das, was da passiert. Also unschuldige Leute quasi Leben nehmen geht gar nicht, aber Lebenszeit nehmen ist noch viel fieser. Außerdem bin ich echt sauer, weil ich bin mittlerweile wahrscheinlich gefühlt 85 schon wieder. Und das sieht auch noch scheiße aus, kann ich gar nicht. Das heißt, ich würde sagen, ich bin gut in Stimmung. Er hat allen Hass verdient, den er kriegen kann. Und ich gebe alles, notfalls auch alle restlichen Astralpunkte. Mhm. Was nicht mehr so viele sind, aber... Was? Hast du noch einen Schicksalspunkt, ist die wichtigere Frage. Oh, ja, auch das habe ich, ja. Ich hätte auch noch einen Chip. Du... Richtest die Hand, den Finger auf ihn und schreist ihn an. Was schreist du? Was schrei ich? Lall wie ein betrunkener Irrer, der du bist, du winziges, kleines, unwichtiges Männchen. Jetzt tatsächlich richtet sich seine Aufmerksamkeit auf euch und er fängt wieder an. Und schaut dich tatsächlich mit so etwas wie einem Hauch von Respekt an. Es ist dennoch, sagt er mit allerhöchster Konzentration offensichtlich,
vollbracht. Über euch hört ihr ein vages Donnern ohne Echo und der Nebel erzittert einmal gänzlich um euch herum. Er hebt die Hand und schaut nach oben, als würde er etwas erwarten oder etwas erhoffen und ignoriert euch jetzt. Er kann offensichtlich nicht mehr klar sprechen ohne die Konzentration, aber er legt gleichzeitig auch eine Hand auf seine Brust und schließt die Augen. Das eine Auge, das andere, das aus einem roten Kristall bestehende, bleibt unweigerlich offen und starrt in die Höhe, erfüllt von einem inneren Licht. Bardoba? Aber Revanon ist... Oh, Revanon, Entschuldigung. Bardoba ist cool, aber Revanon ist schnell. Haltet ihn auf! Schreit der Magier von der Seite und kämpft mit seinen Fesseln. Haltet ihn auf! Der Übergang ist offen! Er kommt! Er kommt! Er kommt! Wir stehen da so nah dran, wie wir ungefähr bei Talespire stehen, richtig? Ja. Spürt man irgendwas oder riecht man irgendwas? Also fühlt man irgendwie Vibrationen an der Haut, wenn man. Also wir sind ja immer ein Stück näher gekommen. Je näher wir an diese Ritualstelle kommen. Ja. Wenn du näher kommst, denn alle Haare an deinem Körper richten sich auf und deine Hand fängt so an zu zittern, als du sie in die Richtung ausstreckst. Und du spürst gleichzeitig eine große Schwere und eine Leichtigkeit, die du nicht wirklich ahnen kannst. Und Schmerzen, die durch deine Knochen ziehen. Also ich werde da nicht reinstürmen können. Dann werde Doch, ich wohl noch du, mal... wenn du deinen Willen zusammennimmst, kannst du das. Dann stürme ich da rein und würde versuchen, mit dem Schwert auf ihn einzuhauen. Naja, in dem Fall ist es ja mehr ein Hacken, weil es ja mehr sowas ähnliches wie eine Machete, aber ja. Du stürmst hinein und in dem Moment, wo du über die Linie des Kreises trittst, gibt es ein weiteres berstendes Geräusch und die fangen an, regelrecht zu verkohlen und sich von dir dort, wo du hinübergetreten bist, vom Boden zu lösen und einzurollen. Der ganze, naja, Raum ist es nicht, aber der Boden, den ihr ahnen könnt im Nebel, fängt an zu beben und die Leute schreien entsetzt auf und ihr seht, wie sie teilweise regelrecht in sich zusammensinken, wie ihre ganze Haut inwärts gezogen wird, bis sie nur noch als Pergament über dem Schädel liegt und sie in sich zusammensacken, nur noch ein Haufen Knochen und bröckelige Reste ihrer Kleidung. Du stichst zu, beziehungsweise du schlägst zu. Schlägst zu, ja. 19. Wunderbar. Also nicht sehr effektiv und nicht in die Richtung, in die ich wollte, offensichtlich. Bardoba stürmt mit dem ganzen Gewicht eines auf sich achtenden Brillantzwergen an und rennt einfach diesen Magier nieder und tut alles, um ihn in seiner Konzentration zu stören. 4. Ha. Tatsächlich, du stürmst erneut mit der Schulter voran. Dein Körpergewicht hat sich schon, inklusive deiner Rüstung, hat sich schon einmal als sehr gutes Mittel herausgestellt. Auch wenn du Teile deiner Rüstung jetzt zurücklässt, sich die Sohle von einem deiner Stiefel löst und du beinahe ins Stolpern gerätst, auch du trittst über den Rand des Kreises, weitere Schreie begleiten dich dabei und du rammst deine Schulter in die Leibesmitte des Magiers und wirfst ihn rückwärts, halb aus dem Kreis heraus, wo er mit einem erstickten Keuchen liegen bleibt. Ha. Er schaut in deine Richtung, er versucht zu reden, er versucht offensichtlich, aber Schulinais Fluch legt ihm die Zunge lahm, als wäre sie aus Blei. Wut funkelt in seinem einen lebendigen Auge, während er das Gesicht zu einer Fratze der Wut verzerrt hat. Und das andere, das rotglühende Auge, dessen Licht pulsiert langsam immer schneller, schneller, schneller und stärker. Schulinai. Die sind alle tot jetzt. Alle. Nein, einige von denen regen sich noch. Das scheint unterschiedlich schnell zu sein, wie sie diesem dann Effekt anheimfallen. In der Reihenfolge der Relevanz, also wer sieht am miesesten aus, einmal rumrennen und ich weiß ja nicht, kann man die... Die sind festgemacht, oder? Ja. Okay, dann würde ich versuchen... Den Hände sind am Boden festgekettet, sodass sie dazu gezwungen sind, niederzukauern. Und viele von denen sind nur noch in sich zusammengesackte Haufen aus Knochen und trockener Haut. Okay. Gibt es denn irgendeinen von denen, bei denen ich noch denken würde, okay, den könnte man eventuell noch retten? Der ist Magier, nicht ganz so... frisch mit einem weißen Bart versehen und weit geöffneten, panischen Augen. Der scheint dir noch einer der lebendigsten zu sein.
Wunderbar, der wird es. Ich nehme meinen Trank und renne zu diesem Magier, um ihm diesen Trank zu verabreichen. Mhm. Notfalls auch ganz. Revanon. Der ist halb rausgetaumelt aus dem Kreis, das ist richtig. Ja. Dann setze ich ihm hinterher und versuche den Rest von ihm mit rauszuziehen. Also versuche ihn ganz aus dem Kreis rauszuziehen. Gut, du packst ihn. Und zerrst ihn aus dem Kreis heraus? Und willst du ihn dort einfach zu Boden werfen oder was ist dein Plan? Ja, vermutlich wird die Zeit und die Konzentration nicht mehr reichen, um ihn nochmal mit meinem Schwert zu bedenken. Doch. Ja, gut, dann mache ich das, dann tue ich das. Und ja, du schlägst zu und bringst ihm eine empfindliche Wunde am Halsansatz bei, wo der Knochen darunter auch knackt. Er schreit auf, empört, regelrecht, fast eher verblüfft darüber, dass er Schmerzen empfindet, schaut auf die blutende Wunde und schaut auf dich. Bardobar? Bardobar bewegt sich zu dem Magier hin, zieht in eine fließende Bewegung Serapier, aber da er immer noch so die Beine aneinander gebunden hat, also steht er da, hält ihn Rebalon quasi fest oder nee, wie ist er da gerade? Er hat ihn zu Boden gestoßen. Den zu Boden gestoßen, ja gut. Dann ist es auch kein großer Akt, dann ziele ich mal Richtung Edelsteinaugenhöhle und steche in die Richtung. Das würde fehlgehen. Was ist denn das für eine Zahl? Ich sehe die nicht genau. Eine 18. Ja, das würde fehlgehen. Ich setze meinen letzten Schicksalspunkt ein, in der Hoffnung, dass ich keine brauche. Ja, okay, dann steche ich halt einfach nur in die Richtung. Die um euch herum baut sich langsam ein Druck auf, der wie von allen Seiten sich auf euch presst. Und ihr könnt die Anwesenheit einer weiteren Person regelrecht spüren. Dieses Gefühl, dass man hat, dass noch jemand anderes dort steht, gerade außerhalb des Blickwinkels. Dass irgendjemand hier ist und euch beobachtet mit großer Intensität. Auch wenn ihr keine weitere Figur sehen könnt, sondern nur die einzelnen zusammengesunkenen Toten oder sterbenden Gestalten im Nebel und vor euch der Magier am Boden. Shulinai, du flößt dem Magier einen Trank ein, der gleichzeitig versucht zu reden, was es nicht unbedingt einfacher macht. Der dann, seine Anrufung ist erfolgreich gewesen. Ihr müsst auf jeden Fall verhindern, dass tatsächlich er in den Körper, also bringt ihn um. Das will ich damit sagen, bringt ihn um. Bringt ihn um, verkünde ich. Und dann versuche ich, diesen Magier loszumachen, weil ich ja nicht ganz weiß, ob das vielleicht damit zusammenhängt, dass sie da festgekettet sind, dass sie so schnell altern. Oder passiert das mit uns auch gerade? Nein. Ja, du schaust herab und du siehst dunkle Altersflecken auf deiner Hand, lange Fingernägel. Aber der gleiche Effekt, der sich weiterhin auch immer schon auf dich ausgedehnt hat. Schneller geworden, aber nicht so extrem wie bei den 13, die am Boden festgekettet waren. Okay, gut. Und dann gucke ich, ob ich noch für irgendjemand von den anderen was machen kann. Aber ich habe wahrscheinlich nicht mehr genug Trank übrig. Ja, Revanon? Ja. Ich habe eine 2 für dich gewürfelt. Schwert in Richtung von, also es wäre sinnvoll, glaube ich, den Kopf vom Rest des Körpers zu trennen, während man ihn schon so gepackt hat. Mhm. Du schlägst zu und schlitzt tatsächlich einen guten Teil des Halses auf. Der ohnehin unfähig schon gewesen zu reden, stößt nur noch ein Gurgeln aus. Ein Blutfaden sickert ihm herab, aber er scheint sich zu konzentrieren, irgendetwas noch tun zu wollen. Bardobar? Bardobar sticht weiter Richtung Kopf des Schurken. Du stichst in den Hals, drehst die Klinge, drückst mit all deinem Gewicht darauf und mit einem Knacken gibt die Wirbelsäule nach. Und du trennst tatsächlich, so wie Revanon es geplant hat, den Kopf vom Körper und schiebst ihn dann mit der Spitze mehrere Handbreit weg. Blut in einer Fontäne breitet sich aus und bildet dann eine Lache, nachdem das Herz nach 2-mal Pochen aufhört zu schlagen. Und mit einem leisen Pfeifen entwicht die letzte Luft aus dem Brustkorb durch den Hals. Es herrscht Stille plötzlich. Auch das Schreien der Leute hat aufgehört. Das Gefühl, dass eine weitere Person da ist, nimmt noch einen Moment viel, viel deutlicher zu. Und ihr glaubt fast ein Murmeln, ein Wispern zu hören.
und dann ein Rauschen und der Druck ist auf einmal weg. Warum habt ihr aufgehört zu schreien? Sind die jetzt alle tot oder lebt noch jemand? Eine uralte Frau lebt noch und ein Mann, dem alle Haare ausgefallen sind und der dich mit milchigen Augen anschaut und der Magier, der nach Einflüssen des Tranks sich im mittleren Alter zu befinden scheint. Gut, ich habe natürlich nichts mehr übrig. Hat noch jemand was übrig? Was? Hat noch jemand was von diesem Trank übrig? Nein, leider nicht. Danke, gute Frau. Ich bin... Ah! Der Magier neigt sich plötzlich auf einmal vor, eine Hand gegen sein Auge gepresst. Und oh. Revonon, der noch weiterhin auf die Leiche herabschaut, während Bardobar sich kurz abwendet und mit Schulina redet, sieht, dass der Kristall, der noch im Schädel sitzt, der statt des Auges dort drin war, sich auflöst, nebelhaft wird und verschwindet. Was passiert mit dem Magier? Hat der jetzt Migräne oder ist irgendwas Schlimmes? Der schaut zu dir hoch und du siehst in seinem rechten Auge einen einzelnen roten Funken. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Und langsam, er sagt, das ist, ich denke, ich sehe. Und langsam senkt sich Dunkelheit auf den Nebel um euch herab. Schwere lastet auf euren Gliedmaßen und vor euren Augen wird es auch zunehmend finster. Das Blut des Magiers, den ihr getötet habt, rinnt langsam durch die eingemeißelten Details des Beschwörungskreises. Die Lampen beginnen rings um euch zu erlöschen. Schulinels Haare, inzwischen gänzlich weiß, schimmern schwach in der Dunkelheit, während sie selber kaum noch wahrnehmen kann, was um sie herum geschieht. Diese Zwischenwelt, dieser seltsame Ort, an dem ihr euch zu befinden scheint, beginnt an Form zu verlieren. Und die Leichen, die ihr gerade noch ausmachen könnt im Licht der letzten Lampen, zerrieseln langsam, wispern zu Staub. Das Licht geht aus. Du erwachst und liegst auf einem improvisierten Bett in dem Zartempel. Und über dich neigt sich das von Altersfurchen, Flecken und grauen Haaren gezeichnete Gesicht von Delian, dem KGIA-Agenten, den ihr Schnöde zurückgelassen habt. Oh, etwa! Ich hätte nie gedacht, dass ich mal froh bin, deine Fresse zu sehen. Er schaut zur Seite, er schaut nach unten. Ich bin euch gefolgt. Und, naja, ich bin sicherlich zu spät gekommen für alles, was Helden in irgendeiner Form geleistet hätten. Er schaut zur Seite. Aber immerhin konnte ich, naja, ich habe euch gefunden im Keller des Turms. Dann habe ich hergeschleift. Nee, man macht das, wofür man gut ist, nicht wahr? Rechts und links von dir siehst du tatsächlich Revanon, Bardobar, den dir unbekannten Magier und zwei sehr alte Menschen, die auf ähnlichen Lagern ausgerichtet sind. Revanon und Bardobar sehen gut aus, ja. Die sehen... Bardobar hat einige graue Strähnen im Bart. Revanon sieht unverändert aus. Wie fühlt sich meine Haut so an? Wie ist es da mit der Elastizität? Und, Könnte besser sein. Trocken, oh, scheiße. Einzelne Falten. Aber ich fühle mich nicht an, als hängt mein komplettes Gesicht schon am Hals. Nein, du hast deine Jugend verloren. Aber es ist nicht vollkommen alle deine Lebenszeit vergangen. Aranierinnen sind wie guter Wein, wie Reifen. Hängt schon ein bisschen. Na gut.
Ich bin sicher, hörst du von irgendwo neben dir und ein Elf, der sich ein bisschen aufrichtet. Was bist du? Sicher. Heißt das, wir sind auch sicher? Zumindest fürs Erste, sagt Delian. Wir sind im Zartempel. Ich hab dir gesagt, du machst einen Fehler. Der Magier richtet sich auch mit einem... Sein eines Auge ist gänzlich blutunterlaufen, sodass es fast vollkommen rot wird. Oh, das sieht nicht gut aus. Hab ich schon mal gesagt, nicht? Wer bist du? Tamarell, ich bin in Weiden einer Spur nachgegangen von Vampiren, ob ihr es glaubt oder nicht. Und möglicherweise in eine Falle gelaufen und hergebracht worden. Liscom hatte noch eine Rechnung mit mir übrig, fürchte ich. Wer ist Liscom? Der Mann, den ihr zerstückelt habt. Liscom von Fasar? Nee. Der hieß doch Hashnabar oder so, nee. Nein, das war der andere. Sulef. Nein, der andere Magier, den wir zerfetzt haben. Ach so, nein. Das war Korobar. Ja, das war, genau. Das war der erste Magier, den wir getötet haben. Dann haben wir einen zweiten Magier getötet und jetzt frage ich mich, ob wir noch einen dritten töten müssen. Ach so, nein. Ich glaube, das war der kann nicht, wie Lengmar heißen? Nein. Das war, ich guck mal in meinem, ich kram mal den Brief raus, den der mir Brief, Lanyard wo drin steht, hat. Dass es ein Mann ist, der sich anders nennt, aber wo mehr oder weniger sie andeutet, dass er vermutlich in Wahrheit einen anderen Namen hat. Ah, doch, der kann Liscom heißen. Sie hat hier schon gesagt, dass sie ihm den Namen nicht abkauft. Liscom von was? Fasar. Fasar. Das ist ja bei mir um die Ecke. Ja, ist. Wo sind wir überhaupt? Wo sind wir? In Dragenfurt. Das sagt mir überhaupt nichts. Dragenfeld. Aber viel wichtiger ist, er presst eine Hand über seine Augenhöhle, viel wichtiger ist, was er getan hat. Und was zumindest, was ich ahne, was er getan hat. Ja, was hat er denn getan? Also ich bin auf jeden Fall ziemlich sicher, dass er derjenige ist, der daran schuld ist, dass wir alle so aussehen, ja? Er hat... Meine Nase juckt, wenn ich dich anschaue. Er hatte... Sein ganzes Streben war danach ausgerichtet, jemanden zu befreien, der noch 500 Jahre der Strafe verbringen musste in einer Art Jenseits. Ich fürchte, er hat genügend Zeit gestohlen, um dieses Siegel zu öffnen. Und ich fürchte, egal was ihr getan habt und wie gut es war, was ihr getan habt, vollständig hat man es nicht verhindern können, dass er zurückkehrt. Dass er zurückkehrt? Borbarath.